Okay, also. Am Wochenende hat ein fetter Leak stattgefunden. Und zwar reden wir diesmal tatsächlich von einem Leak. Das ist etwas, was Leute nie oft verstehen in den ganzen Sachen, die bei Pokémon passieren oder die Fans machen. Wir reden tatsächlich diesmal von einem Leak. Und sonst reden nämlich alle immer von Gerüchten, aber nennen sie Leaks. Gerüchte sind, wenn irgend so ein dummer Idiot auf Twitter sagt, hey, lila, und alle sagen, oh mein Gott, das nächste Pokémon-Spiel wird lila. Das sind Gerüchte. Wir reden hier nicht von Gerüchten, sondern tatsächlich einem Leak. Dieser Leak wird Terra-Leak genannt. Warum? Weil über ein Terabyte von Game Freak gestohlen wurden. Und wenn ihr bedenkt, dass diese Terabyte einfach Dokumente sind, Bilder sind und jetzt nicht einfach ein stundenlanges Video, sondern Dokumente und Daten, also Code, Strings, könnt ihr euch überlegen, wie unfassbar viel das sein muss, dass da über ein Terabyte zusammenkommt. Passiert ist das im August, als eine Gruppe oder ein Mensch, keine Ahnung, eine Phishing Game Freak gefischt haben. Also irgendjemand hat einfach E-Mails geschickt mit Links und irgendjemand bei Game Freak hat auf diese Links geklickt. Also so einfach kann es sein, so traurig kann es sein. Diese Person hat bestimmt so einen Anschiss gekriegt und wurde sowas von gefeuert, vielleicht sogar, keine Ahnung. Aber es ist anscheinend ein Phishing-Incident gewesen, wodurch ein Hacker, Zugriff auf die Game Freak-Server bekommen hat und sich einfach mal schön alles runtergeladen hat. Man schätzt, dass vieles heute, was ich sage, ist reine Schätzung natürlich. Man schätzt, da das im August war, dass diese Gruppe oder dieser Mensch dann halt Erpressungsgeld verlangt hat. Und dann Game Freak vielleicht anscheinend Nein gesagt hat und dann halt die Drohung wahrgemacht hat und jetzt 2 Monate später das Ganze veröffentlicht hat. Keine Ahnung, das ist nur eine Vermutung, weil warum 2 Monate warten, wenn man das Ganze runtergeladen hat, wenn das im Ganzen schon im August passiert ist? Wahrscheinlich, weil sie Lösegeld und hin und her geschrieben haben und erpresst haben und was nicht alles. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich finde, es klingt logisch, weil viele Hacker, böswillige Hacker natürlich dann Geld wollen. Und deswegen habe ich auch sehr gehadert mit mir, ob ich überhaupt hier darüber reden möchte, denn die Leute, die das gemacht haben, sind böse, 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 böse Menschen. Wenn sie jetzt einfach nur gesagt hätten, okay, wir suchen durchsuchen den Server und holen uns Sachen, die einfach die Pokémon-Community interessieren könnte, Bilder, Sprites, Artworks und so weiter, eine Sache. Trotzdem natürlich illegal, aber wenigstens wird niemand verletzt dabei. Aber die haben halt nicht nur das gemacht, sie haben halt auch wirklich alles runtergeladen, auch inklusive über 2300 Adressen, Informationen von den Menschen, die dort gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Und das ist halt die abgefuckte Sache daran, die Scheißsache daran, dass es wirklich böse fucking Arschlöcher, böse Menschen sind, die Game Freak gehackt haben und dann einfach die Daten jetzt veröffentlicht haben von über 2300 Mitgliedern, Arbeitern, Verbundene von Game Freak. Das ist Kacke und deswegen habe ich mit mir darüber gehadert, ob ich überhaupt darüber reden will. Selbstverständlich zeigen wir diese Sachen nicht. Ich habe die auch gar nicht gesehen, die sind wahrscheinlich sehr tief versteckt im Internet. Warum will man das auch? Warum brauche ich die Adresse von irgendeinem Art Director bei Game Freak? Und viele sind natürlich so kacke drauf und sagen, oh, die haben es verdient, so scheiß Spiele, wie die machen. Hä? Wie dumm seid ihr, so zu denken? Nur weil du ein schlechtes Spiel machst. Erstens, subjektiv. Zweitens, selbst wenn jemand das schlechteste Spiel der Welt hat, hat er es nicht verdient, im Internet gedoxt zu werden. So ein Bullshit. Warum reden wir trotzdem drüber? Ich will heute euch die Sachen zeigen, die tatsächlich interessant sind. Die einfach interessant sind für einen Pokémon-Fan. Und da die sowieso im Internet überall sind, da ihr sie alle sowieso sofort googeln könnt, da die nicht versteckt sind oder sowas, sondern einfach überall Nachrichtenseiten darüber posten und so weiter, warum hier nicht auch drüber reden? Ich will auch drüber reden, einfach weil es Spaß macht, über diese ganzen alten Sachen zu reden. Denn Nintendo und vor allem Pokémon sind sehr
geheim, was solche Informationen anbelangt. Sie sind sehr, also wir kriegen niemals, oder bis jetzt haben wir nie sowas gekriegt wie ein schönes Buch, wo Beta-Sprites drin sind, oder ein Buch, oder ein Artwork-Buch, oder ein Concept-Design-Buch, oder irgendwas zum Runterladen. Das höchste der Gefühle, was wir kriegen, sind japanische Interviews, wo natürlich einfach sehr vorgeschriebene Antworten gegeben werden und oft ein paar interessante Sachen drin sind. Aber ich will oft eher so Making-of-Behind-the-Scenes-Sachen sehen, und das kriegen wir nie von Pokémon. Warum auch immer, keine Ahnung, ist deren Tradition, ist deren Arbeitsdenken, und das ist auch okay. Aber wenn halt dann mal sowas stattfindet und wir können tatsächlich hinter die Kulissen schauen, so wie auch damals schon bei den Gen 1 bis 2 Beta-Sprites, ist das halt interessant zu sehen, wie ist es zu unseren Pokémon gekommen? Warum haben wir Flamly gehabt? Warum haben wir Latios und Latias bekommen und nicht das, was wir jetzt sehen? Und dieses Mal ist halt wirklich krass. Wir haben sogar Kommentare zu den Betas bekommen, warum es die nicht geschafft haben, was das Feedback war von den Chefs zu den Betas und so weiter. Also einfach ein wunderschöner Blick hinter die Kulissen. Aber wie gesagt, ich unterstütze nicht, dass die tatsächlich illegal das halt akquiriert haben. Aber was soll man machen, ne? Ich meine, wir können uns einfach die schönen Bilder anschauen. Aber vergesst nicht, ich gebe euch keine Links dazu. Also, ihr werdet von mir keine Links dazu kriegen, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich morgen auf der Bild, so ungefähr. Also es sind halt einfach ein paar schöne Bilder. Spoiler sind auch dabei. Ich sage euch gleich jetzt, was alles ist beinhaltet. Die Spoiler, die ich gesehen habe, sind aber nicht der Rede wert. Also hier ein ganz großes Fragezeichen. Anscheinend ist sogar der komplette Quellcode vom neuen Pokémon ZA mit dabei. Aber das ist vorgestern passiert. Die ganzen Sachen werden noch durchgekämmt, durchgeschaut und veröffentlicht nacheinander. Die Spoiler, die ich zu Legends ZA gesehen habe, sind sehr langweilig. Also ich werde sie euch nicht zeigen, aber ich bin mir sehr sicher, wenn ich sie euch zeigen würde, würdet ihr sagen, ach. Also es ist, ja. Und jeder, der auch nur ansatzweise irgendwelchen Spoiler hier raushaut, wird sofort getimeoutet, wie du zum Beispiel. Also, wir reden hier nicht über Spoiler. Wenn ihr die Spoiler sehen wollt, dann könnt ihr selber danach schauen. Aber ich kann euch sagen, die Sachen sind relativ uninteressant. Die Sachen, die gespoilert wurden bis jetzt. Ich habe auch irgendwo einen Screenshot gesehen. Man weiß nur nicht, also bei allem, was jetzt kommt, wir wissen nicht hundertprozentig, dass das alles stimmt. Aber da weiß ich erst recht nicht, ob das stimmt, weil, also ich habe einen Screenshot gesehen, wo der Leaker gesagt hat, ich werde erst Gen 10 und Gen 10 und Legends Sa spoilern, also veröffentlichen, wenn es auch rausgekommen ist. Weil ich will nicht spoilern, aber wir haben halt sau viel Informationen auch zu den Spielen, aber die kommen erst, wenn das Spiel draußen ist. Was auf der einen Seite, okay, cool, wenn das stimmt, auf der anderen Seite so, okay, du erpresst Game Freak und leakst 2000 Daten von Dingern, aber ziehst da die Grenze? Was ist mit dir? Also irgendwie will ich das nicht ganz glauben, weil du kannst keinem Screenshot glauben. Ich fand auch sehr schön die Screenshots von Masuda-Posts, wo Masuda gesagt hat, okay, ich habe schon meine Waffe geholt, ich gehe jetzt auf die Suche nach dem Typen und sowas. Aber was ein Widerspruch ist. Eben, ich sag auch, das ist ein Widerspruch. Aber jetzt holen wir wieder Your Sugar Daddy her. Wie geht das? Your Sugar Daddy, sorry, dass ich getimeoutet habe. Aber chill doch einfach. Ich werde das alles selber so sagen. Bitte sagt ihr nicht etwas, das vielleicht andere Leute nicht wissen wollen. Wenn ich etwas spoilern werde gleich, dann werde ich das vorher sagen und dann könnt ihr weggucken oder sowas. Aber wie gesagt, die Spoiler, die es gibt, keiner wird da sagen, das wollte ich nicht wissen. aber ja, es gibt eine, also das soll ich nochmal zusammenfassen. Kacke, dass es passiert ist, aber jetzt da es passiert ist, gucken wir uns die schönen Sachen an von alten Spielen, Gen 3, Gen 4, Gen 5 und viele coole Theorien über das Universum.
und einfach interessante Sachen. Wenn Spoiler kommt, werde ich kurz sagen, yo, schaut für die nächsten ein, zwei Minuten weg. Aber wie gesagt, die Spoiler, die kommen, sind, ich will sie nicht mehr Spoiler nennen, sondern einfach interessant to know. Wir fangen an, indem wir ganz einfach auf die wunderschöne Website gehen von Pokios. Allgemein kann ich Pokios sehr, sehr, sehr empfehlen, weil die echt eine tolle Seite inzwischen gebaut haben. Die funktioniert auch komplett auf Deutsch inzwischen, die Seite. Ich habe sie mir auf Deutsch jetzt hier übersetzt, weil ich glaube, die Blogs, die geschrieben werden, sind nicht deutsch, aber du kannst auch inzwischen nach deutschen Pokémon suchen und so weiter. Ich habe Adblocker normalerweise hier aus, weil ich die unterstützen will, weil die coole Wiki-Seite hier gemacht haben oder eine coole Seite gemacht haben. Ich mache es jetzt aus, weil ich nicht mag, dass ich will euch keine Werbung zeigen, weil das macht keinen Sinn, wenn ich Werbung und dann sehen die, und weißt du, dafür habe ich es jetzt angemacht. Aber allgemein, so eine Seite sollte man unterstützen mit Werbung und den Adblocker ausmachen oder halt whitelisten. Hier ist nochmal, also Pokios hat halt alles sehr schön zusammengefasst. Ich gehe später noch, ihr seht meine Links hier oben, ich gehe später noch auf mehr Sachen ein, die sie hier nicht zeigen oder machen, die seitdem zustande gekommen sind. Aber ja, wir können hier kurz, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Bim, 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 bim. Kann ich jetzt das irgendwie so machen, dass es so bleibt? Wieso? Die Seite ist echt zu empfehlen. Pokios ist wirklich inzwischen großartig. Ist immer so eine Seite, die ich mir gewünscht habe, vor allem für Medien. Also, wenn du hier, ich zeig's euch ganz kurz, wenn du hier einfach nach einem Pokémon suchst, Seedraking zum Beispiel, wundervolles Pokémon, habt ihr schon mal gehört, geht jetzt nicht, weil meine Seite auf Englisch gestellt ist, aber wenn ihr Pokios auf Deutsch stellt, könnt ihr es Seedraking eingeben. Königdra, achso, die Seite wird auf Deutsch übersetzt gerade. Und dann sind hier zum Beispiel erstmal alle Infos zu diesem Pokémon. Und dann gibt's hier eben diese ganzen Artworks. Also dafür ist Pokios toll, dass man einfach die Artworks von jeder Gen schön geordnet hat und sich holen kann und in der besten Auflösung und so weiter. Und wenn man dann eben sogar noch weiter runter geht, findet man Beta-Designs. Und Seedraking hat sogar ein Beta-Design damals gehabt, was von einem alten Leak gefunden wurde. Wobei, das ist Lost Ex, das ist Space World Demo hier, davon rede ich. Was ist das? Das hat doch nichts mit Seedraking zu tun. Oh mein Gott, was soll das? Naja. Super viele Sachen. Ich finde die Seite sehr gut. Wupp, 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 wupp. Ist ein bisschen weit gesprungen jetzt hier. Also es ist alles geleakt worden. Quellcode von Spielen von Generation 3 bis 6. Was für Dateien, was für Patch-Dateien, Titel, Quellcode für Pokémon Bank. Habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Ich wüsste auch nicht, was wir da Großes, Interessantes ablesen können aus dem Quellcode von Pokémon Bank. Allgemein könnte man jetzt retrospektiv halt bei den Quellcodes vielleicht nachschauen, so, hey, wie ist die Shiny-Rate und sowas, keine Ahnung. Unveröffentlichte Spielkonzepte und Prototypen, das finde ich interessant, welche Sachen sie eben nicht rausgebracht haben. Eine Fülle von Beta-Sprites, interne Dokumente mit detaillierten Informationen, so, aber irgendwelche internen Dokumente schauen wir gar nicht an. So, hier ist jetzt ein kleiner Spoiler, ich finde aber nicht wirklich, dass es ein großer Spoiler ist. Ich habe schon gerade unten gesehen, es wurde auch schon im Chat gesagt, das hier sollten wir mal kurz dieses Abonnieren, heißt es einfach nur Sub? Sollen wir die Seite neu laden, dass es nicht mehr auf Deutsch ist? Geht das dann? Ah, okay. Gen 10 hat den Namen Gaia, nicht das Spiel selber, die nennen das intern nur so, das Spiel selber, Gen 10, wissen wir nicht, wie das heißt. Und selbst wenn, das würde ich euch erst direkt nicht zeigen, aber das Spiel wird intern als Gaia bezeichnet. Ich würde daraus nichts ablesen, sowas wie, oh, es geht um Erde Gaia oder sowas, sondern es heißt einfach Gaia, so wie die GameCube als Working Title Dolphin hatte, also die hieß Delfin. Und GameCube hat nichts mit Delfin zu tun und sowas. Zum Beispiel Pokémon Legends ZA heißt Ikaku. Und Synapse ist ein Projekt, was lustigerweise viele vermutet haben, dass das ein MMO ist, dass Pokémon an einem MMO arbeitet. Tatsächlich hat sich inzwischen rausgestellt, nope, wurde nur schlecht übersetzt oder Gerüchte oder sowas. Tatsächlich ist das Spiel, an dem sie gearbeitet haben, immer noch arbeiten, keine Ahnung, ein Multiplayer-Pokémon-Spiel, das so funktioniert wie Splatoon.
Also wahrscheinlich so Areale einnehmen, 10 Leute auf der Map und gegeneinander kämpfen und halt also relativ kindlich halt, schätze ich mal, so Splatoon-like halt. Aber wir wissen natürlich nicht, ob die da immer noch dran arbeiten, ob das gecancelt wurde oder ob das wirklich tatsächlich irgendwann kommt. Das heißt Synapse. Unite, ja, Unite ist halt wie LOL, ne? Wie League of Legends, nicht wie Splatoon. Und hier sind all die anderen Working Title, die es bisher gab, interessant. Also bei vielen weiß man es, weil man einfach in die Spiele reingeguckt hat und da das oft steht. Black and White 2 hieß Sworn. Interesting. Riegel finde ich auch interessant. Warum Rigel? Riegel? Sword and Shield DLC hieß Riegel. Pokémon Bank hieß Turtle. Ich glaube, ihr seht, also Mega Turtle, Pokémon Home, ach, das ist witzig. Pokémon Bank Turtle, Pokémon Home Mega Turtle. Poké Transporter Salmon. Also seht ihr, ich weiß nicht unbedingt, ob wir was daraus ablesen können, was Gaia sein wird, wenn Home einfach Mega Turtle heißt. Also, ne, so. Pokémon Go hieß Holo Holo. Warum? Beluga? Es sind sehr viele Fische. Aber Japan ist auch eine Insel mit viel Fisch, also Angeln, also hier Fischverzehrung. Wegen Schützen und Schild. Ja, aber was Pokémon Home schützt deine Pokémon, meinst du? Und deswegen heißt es Turtle. Ja, es kannst du halt überall im Nachhinein rein interpretieren, wie du Bock hast. Ich weiß ja nicht. Okay, ich scroll langsam. Eigentlich hatte ich das vorhin alles zugemacht und jetzt ist es alles wieder offen. Was soll denn das? Ah, hier ist zu. Nee, ich hatte alles vorhin zugemacht. Okay. Genau. Die Information, die wir. Ich guck schnell, was da Interessantes drin war, aber ich glaube nicht viel. Ja, das Einzige, was wir wissen, ist halt, dass Gen 10 Gaia heißt intern, aber schau. Also das meine ich mit Spoiler. Ist das jetzt... Ich glaube, es stört niemanden, wenn man weiß, dass intern Gen 10 Gaia heißt. Genauso mit diesem Splatoon-Ding, habe ich euch gerade schon gesagt. Und dann gibt es jetzt... Ach, ich weiß nicht, das ist so uninteressant, ich kann das auch einfach weglassen. Also die Sachen, die wir bisher wissen über Legends ZA, sind... Zwei Sachen. Also das eine ist, es ist kein Spoiler. Tatsächlich war es gewollt, dass Legends ZA dieses Jahr rauskommt. Also es war so der Plan. Der Plan war, dass Legends ZA dieses Jahr rauskommt. Ist nicht so. Warum? Keine Ahnung. Und auch in den Leaks stand kein Datum drin, wann das tatsächlich kommt. Aber es hätte dieses Jahr kommen sollen, tut's aber nicht. Und dann gibt's das, was ein bisschen spoilery ist. Und ihr könnt jetzt weggucken, aber das sind zwei Pokémon, die anscheinend eine Mega-Entwicklung bekommen. Und diese zwei Pokémon, jetzt wegschauen, sind nicht sehr interessant, finde ich, aber sind, es ist sehr logisch, aber es ist Zygarde und Zeraora. Anscheinend sollen Zygarde und Zeraora eine Mega-Entwicklung bekommen. Wir sehen sie nicht. Und ich seht ihr, also Zygarde war zu erwarten. Zeraora jetzt nicht unbedingt. Zeraora ist ein Gen 7 Pokémon und nicht Gen 6. Aber ich finde es cool, dass Zeraora es ins Spiel schafft. Wie immer, auch wenn das hier ein Leak ist, der tatsächlich passiert ist, können wir trotzdem nicht wissen, wie viel einfach der Leaker jetzt auch Spaß da reintut, um Leute abzufacken. Vielleicht stimmt das auch einfach nicht. Aber Zygarde ist, glaube ich, sehr logisch. Aber da seht ihr, das ist das Level an Spoilern, um die es hier geht. Weiß ich nicht, ob das jetzt jemandem wehtut, das zu wissen. Beide Z-Mons. Ach, Zeraora wegen Z. Das stimmt. Zygarde und Zeraora, ja. Okay. Ja, daran liegt's, Mann. Du sagst, ja. Sag's nicht hinschauen und sag's es. Wie? Ja, du musst natürlich komplett ausmachen. Du musst natürlich komplett weggehen. Ach so, du dachtest, dass ich es nur zeige. Aber ernsthaft, ist jemand sauer darüber, das zu wissen? Dass es Zygarde und Zeraora ist, die Mega-Entwicklung bekommen?
Wir haben auch eine Sache zusätzlich in den Leaks rausgelesen anscheinend. Wurden rausgelesen. Rosanna. Also wir wissen inzwischen durch Interviews, glaube ich, schon lange, dass Libeldra hätte eine Mega-Entwicklung bekommen, hat es aber nicht bekommen. Was wir jetzt auch wissen durch den Leak, Rosanna hätte fast eine Mega-Entwicklung bekommen. Das ist ganz witzig, dass sie Rosanna mal Aufmerksamkeit geben, weil Rosanna hat seit Gen 1 keine oder seit Gen 2 wegen Custilla keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Aber vielleicht haben sie dann realisiert, dass Rosanna ein sehr großer ein Herd ist für Diskussionen, weil dieses Pokémon sehr kritisch ist, logischerweise. Und haben es dann vielleicht nicht gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich verstehe, wenn sie Rosanna einfach relativ ignorieren. Was bedeutet hätte? Naja, es war ein Mega-Rosanna geplant, aber sie haben es nicht gemacht. Alles, was wir hier reden jetzt, war geplant, aber es wurde nicht gemacht. Das ist das Interessante. Okay. Was war das? Ja, nee. Okay. Auch nicht safe, ob das noch kommt. Nee. Dass Rosanna eine Mega-Entwicklung hat in Legends ZA, das wissen wir nicht. Das Einzige habt ihr gerade gesehen, was wir wissen von ZA bisher. Angeblich weiß der Leak noch viel mehr über ZA, aber bisher wurde nichts davon veröffentlicht, weil es ist so viel, es wird langsam jetzt veröffentlicht. Und wie gesagt, ich will auch nicht mehr über ZA wissen. Das, was wir gerade hier gesehen haben, war logisch und nicht so super interessant. Pantimos hat auch eine bekommen. Ja, Rosanna, ich finde, Rosanna hat es auch verdient. Rosanna ist ein lustiges Pokémon. Ich mag es nicht. Ich meine, wenige mögen Rosanna, aber ich kann verstehen, wenn sie Rosanna nicht mehr anfassen. So wie Kadabra. Wie sie Kadabra jahrelang nicht angefasst haben. Das ist aus einem anderen Grund natürlich, aber inzwischen. So, und das ist eine der coolsten Sachen. Die Gen 3 Beta Sprites. Und Gen 3 ist eine der beliebtesten Gens, deswegen super cool. Wir haben damals bei dem Space World Leak, Space World war damals eine riesige, ich glaube Nintendo, nicht nur Pokémon, Nintendo oder allgemein Gaming Convention in Japan, die es nicht mehr gibt. Und da wurden sehr viele Sachen vorgestellt und da wurde einmal viel geleakt von dieser Space World. Und hauptsächlich Sprites von Gen 1 und Gen 2. Und jetzt haben wir Gen 3 Beta-Sprites. Und Gen 3 Beta-Sprites sehen alle sehr, sehr cool aus. Gen 4 und Gen 5 werden wir gleich sehen, nicht so cool. Aber die Gen 3 Beta-Sprites sind super cool. Vor allem, die sind hier relativ in einer richtigen Reihenfolge. Tatsächlich, anscheinend war Kamerup das erste Pokémon, das designt wurde für Gen 3. Was... Ist wie mit Rizeros, ne, mit Gen 1, wo man sich denkt so, warum du? Weil wir denken in unserem Kopf so, ja, man fängt ja mit den Startern an. Nee, die fangen halt an mit dem, was sie kreativ als erstes, wo sie als erstes draufkommen. Aber ja, Kamerupt sieht so ziemlich aus, wie wir es heute kennen, nur noch ein bisschen abgefuckter, nicht so freundlich, ein bisschen verwarzter oben und sowas. Ist das ein Yeti? Pelipper sah ein bisschen, also ich gebe euch hier so eine Overview und gleich gibt es noch eine krassere Liste. Die Overview ist allein schon ziemlich cool. So Pelipper, das hier ist so ein typisches japanisches Monster-Geist-Viech. Ich zeige euch gleich den richtigen Namen, woanders steht's. So ein Yeti mit einem Mund im Fuß. Löcher im Fuß gibt's schon öfter mit Nasgnet. Und was war das andere, das ein Loch im Fuß hat? Kapalores. Das hier, Käfer, fliegender Käfer. Das hier sieht aus wie so ein Wipp-Ding, was steht und wippt. Azurill, so ziemlich 1:1. Kecleon 1:1. Walmer 1:1. Das kleine Lore. Kapalor, Lorblatt. Tengulist? Wo ist Tengulist? Wer soll Tengulist sein? Der kleine hier. Lombrero, genau. Der hatte halt damals noch keinen Sombrero. Was auch immer dieses kleine, kann ich eigentlich hier so weitermachen? Naja, was auch immer der hier sein soll. Ein Samurai. Ach stimmt, das könnte die Vorentwicklung zu... Ach, das könnte Samurzel sein. Ja. Samurzel. Das dritte Mon ist Tengulist.
Ah, das soll Tengulis sein, stimmt. Eins, ja, natürlich, natürlich. Der sieht auch so ziemlich genauso aus. Das auch. Also ein paar gibt's, wo ich echt sage, ja, sehe ich. Das könnte ein Pokémon sein. Und dann gibt's ein paar, wo ich das Feedback verstehe. Ich zeige euch gleich das Feedback. Das ist Zubiris, oder? Das ist Zubiris. Und bei vielen, ich sag's jetzt schon, denn ich hab's damals schon gesehen, also ich hab's jetzt schon hier gesehen, ohne das Feedback gelesen zu haben. Bei ein paar denke ich mir jetzt schon, das sieht eher aus wie Dragon, wie heißt das? Dragon Quest. Also Dragon Quest war ja vor Pokémon und Pokémon hat sich sehr inspiriert an Dragon Quest Monstern. Und das hier sieht aus wie ein Dragon Quest Monster. Genauso wie das hier sieht aus wie ein Dragon Quest Monster, so ziemlich. Aber es gibt noch mehr, die so Dragon Quest mäßig aussehen. Lepomantas 1:1. Ne, so ein kleines Octillery. Nidoran mit Babys zwischen den Ohrwascheln. Rosana, keine Ahnung. Schwer zu sagen, das könnte auch ein Samurzel sein. Beto Tohaido, 1010 mal cooler. Nein, das ist kein Pokémon. Klar, sieht's cool aus, aber das ist ein Sprite für Final Fantasy oder Dragon Quest. Das ist nicht Pokémon. Tohaido ist Pokémon. Tohaido ist ein großartiges Design. Das, ja, ich weiß, bei vielen weiß ich nicht, was ich sagen soll, außer du sagst, das ist Formeo. Nee. Ich glaube, hier sind sehr viele Samurzels dabei, die es nicht geschafft haben. Der Pilz. Samurzel. Der Pilz? Das soll Jirachi sein? Nein. Ich meine, viele müssen auch nichts sein, was es heute gibt. Ja. Wurden einfach komplett. Ich meine, ich glaube, das ist nichts Fritzelblitz. Nein, das ist einfach ein Hase, der es nicht geschafft hat. Baumstumpfmon. Was ist das? Warum? Vorentwicklung von Kapilz. Achso, Knilz. Ja, stimmt. Da sind Lilip oder Wilie. Das ist halt, ne? Auch da sage ich, das ist ein Final Fantasy Gegner und nicht ein Pokémon. Also das ist irgendein laszives, ein Evoli, das ist eine Fullmetal Alchemist Fusion von einem Evoli und einem Fisch, die schiefgelaufen ist. Das ist ein Aquana. Oder ein Primarän, genau. Das ist Quaxo. Ich find's lustig, dass, zumindest sieht's so aus, dass die Kordel um seinen Hals ist, ist bestimmt Absicht, ist ein Violinschlüssel. Das ist zum Beispiel super cool. Milotic? Das hier, Milotic. Das ist der Gen 7 Starter in schlecht, ja. Also ich zeige euch gleich das Feedback zu ein paar. Das ist echt lustig. Vielen Dank, Phil, für 10 Subs. Dankeschön, Dankeschön. Und da war noch ein Sub. Dankeschön, Lady. Dankeschön für 2 Monate. Ja, das ist eine Quaxo-Sache. Quaxo ist aber Gen 2. Also ich glaube, und nach dem Feedback zu ordnen, sollte das ein neues Pokémon sein. Aber es hat es nicht geschafft, weil es eben zu ähnlich zu Quapselreihe und Quaxo aussieht. Das ist etwas. Und da habe ich mir eben gedacht, das ist ein Dragon Quest Monster. Das ist so ein Dragon Quest Monster. So süß, so undefiniert, was es ist. Aber es ist ein Monster. Keine Ahnung, was es sein soll. Ein Elefantenbein. Aber wisst ihr, was da das Feedback war? Kapufala, ja genau. Wisst ihr, was da das Feedback war? Sieht so sehr wie Dragon Quest aus. Bennett? Ich glaube, das sollte nichts sein, was es heute gibt. Das war einfach etwas, was es nicht geschafft hat. Feedback? Sieht so sehr nach Dragon Quest aus. Und das stimmt. Keine Ahnung, was das Süßes ist. Vielleicht ein Asknet, nur mit Moos. Wablu war nur zu lange im Wasser und die Lippen sind schon ganz blau. Ja, ist halt 1:1 Wablu. Kindwurm? Ja, vielleicht. Weil jemand vorhin Bennett gesagt hat, ich glaube, das soll Bennett sein. Bennett hatte nur einen krasseren Schwanz, eine Keule als Schwanz. Das war wie so ein Pudel, nur der Pudel
hat er eine Tulpe auf dem Kopf. Das ist definitiv Kapilz. Aber bei den meisten sage ich, cool, schön zu sehen, wo, wie so, das meine ich eben, deswegen ist so ein Leak auch cool, neben all dem Scheiß, was daneben natürlich ist. Aber wir sehen hier, wie es zu Kapilz geworden ist. So das, so sah es aus. So sah wahrscheinlich der erste Versuch aus, ein Kapilz zu machen. Wisst ihr, was hier das Feedback ist? Und das war ganz oft Feedback bei diesen alten First-Try-Sprites. Wisst ihr, was hier das Feedback ist? Ratet, was hier das Feedback ist. Ich gebe einen Tipp. Komplett Gen 1 sieht so aus. Was war hier das Feedback von irgendeinem höheren Tier zu diesem Künstler? Richtig. Zu nah am echten Leben. Zu langweilig quasi. Feedback war einfach nur, das ist nur ein Pfau. Yep. Wohin genau? Ist so. Hier. Das finde ich lustig. Ich zeige euch gleich die Feedbacks, okay? Aber ja, Knackleon hatte komische Beine, aber es ist so ziemlich Knackleon. Das ist eine Schnecke. Schalellos. Oh, das ist Gen 4, aber das ist Schnecke. Lustig. Hier. Das finde ich interessant, aber das ist etwas, das wir schon lange wissen, glaube ich. Ich weiß nicht woher, durch Leaks oder Interviews, keine Ahnung, aber das ist etwas, das ist bekannt. Das war eines der ersten Designs für Gen 3. Denn ursprünglich war das ein Pokémon. Ich weiß nicht, ob es schon als Legend geplant war, ich glaube schon. Aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, hat es dieses Design nicht geschafft und wurde geteilt in zwei verschiedene. Und das eine wurde Logok und das andere Latias. Du meinst, das sollte ein Starter sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, es gibt ein Did You Know Gaming Video komplett darüber. Aber ich habe es vergessen, was das genaue Feedback war. Aber ich finde es interessant, dass bevor Latios und beziehungsweise Latias, ne? Bevor Latias und Logok existierten, existierte das hier. Und daraus ist es dann entstanden. Eine Defusion, genau. Wäre eine geile Mega-Entwicklung gewesen, ja? Beziehungsweise eine Fusion muss es ja sein, weil du sagst sofort, das ist Latios. Aber es gibt eben auch, ich kann mal parallel gucken, aber es gibt eben auch Sprites dazu. Und ich glaube, das kannte man bereits. Das hier. Also es war wirklich die Absicht, dass man darauf fliegt. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Starter sein sollte. Und da es einer der ersten Designs war, glaube ich, dass noch nicht mal, es war noch nicht mal klar, was es sein sollte. Es war halt einfach ein Design. Aber daraus wurden dann zwei gemacht irgendwie. Und hier, das hier ist auch interessant. Irgendwie so die Timeline. Im November sah es noch so aus und dann im März 2002 wurde es eben zu Logok gemacht. Während Latias so aussah, also ich schätze mal, dass sie haben quasi aus diesem krassen Viech Logok gemacht und haben dann, vielleicht war es, deswegen war es der Starter vielleicht, und dann haben sie ein Teil aus Logok genommen und haben daraus Latias gemacht. Aber das ist auch interessant. Ich weiß nicht, wie echt das ist. Ob das hier auch ein Beta-Sprite von Logok dann ist. Kann gut sein. Aber das ist auch einer von den Leaks anscheinend. Dankeschön, Mariko, für 20 Monate. Roselia war einfach nur ein bisschen breiter. Roselia hat dunkel gemacht. Palim Palim war ein bisschen kürzer. Nincada hatte komische Fühler. Aber sieht genauso aus. Logok sieht halt null aus wie ein Huhn. Also damals nicht, aber inzwischen ist, also unser Logok ist doch ein riesiger Gockel, klar. Maskulines Roselia. Nur weil es breit dasteht. Botogel, Vorentwicklung vielleicht. So süß. Sieht aus wie diese Quietscheenten, die machen, die so schreien. Die sollte man herstellen.
Seemobs, nur in Grau. Aber so ziemlich 1:1. Quaxo, keine Ahnung, was ist. Ja, irgendwas. Wie gesagt, nichts muss zu etwas geworden sein. Also es kann einfach etwas gewesen sein. Aber süß. Schluck wäre ich natürlich. Ey, man sieht's doch. Schluck wäre ich. Das ist auch cool. Wisst ihr, was hier das Feedback war? Mehr Bananen. Und dann gab es mehr Bananen und wir haben Lorbelab bekommen. Und so ziemlich 1:1 sieht es jetzt aus. Nur es hat die Bananen jetzt natürlich unten. Zu grün. ein Buch. Ein Kolibri-Buch. Interessant. Auch kein Pokémon-Design, würde ich sagen. Zumindest nicht so, wie es hier aussieht. Aber da sieht man auch, wie mehrere verschiedene Künstler an Pokémon arbeiten, weil dieser Künstler hat einen ganz anderen Style als dieser Künstler. Es sind noch so viel mehr. Sonnenblume, die es eilig hat. Oh, Perlu komplett aggro. Da wäre mein Feedback, wir haben schon Austoss. Und dann wurde süß gemacht. Also Austoss sieht schon brutal aus. Aggro. Und hier auch die Sehnen, weil so die haben ja tatsächlich so Sehnen, mit denen die es auf und zu machen. Aber es wurde einfach süßer gemacht, ne? Alabis. Ja, andere Farbe. Nicht so brutal. Der Sprite erinnert mich, der Kolibri-Sprite erinnert mich an Final Fantasy. Eben, viele haben so einen Final Fantasy-Look und müssen dann... Aber ich glaube, am Anfang ist es nicht so wichtig. Am Anfang geht es um die Idee. Und dann damals ein Sugimori sorgt dann dafür, dass das der Pokémon-Style wird. Oder halt... Ja, dann ist, wird das Feedback immer weiter darauf ausgebaut, dass es wie ein Pokémon aussieht. Weil das hier sieht nicht wie ein Pokémon aus. Viel zu aggressiv, viel zu böse. Süß. Süß. Süßer kleiner dicker Fratz. Oh. Ich weiß nicht, ob es hier war. Ich glaube, das hier sollte die Makuhita-Reihe sein. Auch ein interessantes Feedback, was ich hier gelesen habe. Problem mit Korea wegen Sumo-Ringer. Ich weiß nicht, sollen wir nachschauen, was Korea für ein Problem hat mit Sumo-Ringern? Was hat denn Korea für ein Problem mit Sumo-Ringern? Ich guck mal. Ich finde tatsächlich nichts Eindeutiges, wenn ich eingebe Korea Problem Sumo-Ringer oder irgendwas. South Korea wants Sumo Wrestlers to slim down. Also anscheinend gibt es in Korea auch Sumo-Ringer. Ich dachte, es kommt aus Japan, kann auch sein. Aber auf jeden Fall in Korea gibt es anscheinend auch Sumo-Ringer. Ich weiß nicht, warum das Feedback ist. Problem mit Korea, Sumo-Ringer. Ja. Aber auch hier sieht es ziemlich, die Farben haben sich geändert. Es ist, wurde mehr Pokémonifiziert, weil auch hier Final Fantasy eher, Dragon Quest und sowas. Vielleicht gab es damals zu der Zeit irgendein Drama mit Sumo-Ringern, ja. Aber ich finde, dann haben sie aber es nicht wirklich umgesetzt, weil Hariyama ist eindeutig ein Sumo-Ringer. Also, wenn das Feedback war, dann war es irgendwann egal. Da denke ich ja, habe ich zuerst an irgendwas wie Irrlich gedacht. Wisst ihr, was hier das Feedback war? Zu sehr wie Quapsel. Sieht zu sehr wie Quapsel aus. Ja, aber Lichtel? Aber es ist eindeutig ein Wassertier. Ist, glaube ich, eins von diesen Tieren, die sehr tief im Wasser leben. Zu nah an Quapsel dran war das Feedback, wahrscheinlich wegen dem Schwanz. Ich glaube, es ist auch eine Quapsel. Also es ist, glaube ich, eine Qualle. Nee, wie heißen die Dinge? Wie heißt Quapsel in Wirklichkeit? Also es sieht auch 1:1, außer halt die Disc und so. Das ist auch süß, was auch immer das sein soll. Flemly. Ein Flemly-Geist. Das ist eine Biene.
Biene mit quasi ein weibliches Bibor. Das finde ich auch, also Cresselia, nein, aber halt interessantes Tier. Kaulquappe ist das deutsche Wort, genau, Kaulquappe. Lapras, Lapras ist Gen 1, aber vielleicht sagen sie da, ja, ist zu sehr wie Lapras oder keine Ahnung. Lorblatt, zu ähnlich mit Lorblatt wegen dem Grün. Eneko, komplett anders. Aber du erkennst sofort, dass es Eneko ist, nur es stand auf zwei Beinen. Es war eher ein Eichhörnchen, anstatt eine Katze. Kim, Milotic. Milotic. Natürlich könnte es Milotic sein, ja. Hier war das Feedback funny, aber ich habe es vergessen. Wir gucken es gleich an. Das hat Ohren. Das hat Ohren. Da würde ich heute an Chilabel denken. Chilabel. Aber ja, wieder ein Eichhörnchen mit riesigen Ohren. Das hat keine Ohren, das ist Ohren. Infamomo, genau. Infamomo nur als Eichhörnchen. Emolga, Gen 5, ja. Kam auch mit blauen Augen. Ja, es hat nur... Das Fritzelblitz ist aber so ein richtiger aggressiver, kleiner Yorkshire Terrier. Nicht Yorkshire Terrier, aber so ein Terrier halt. So ein... Flurmel. Voltenso so ziemlich 1:1. Vielleicht weniger. Weil die beiden sehen wirklich, die haben irgendwie ein Gesicht wie ein Hund. Wie ein Jack Russell, ja? Die beiden haben wirklich ein Gesicht wie ein Hund, den wir aus unserer Welt kennen. Und die Pokémon dann, die es am Ende wurden, sehen weniger aus wie ein Tier, das wir tatsächlich kennen. Weil ich finde, das Gesicht ist 1:1 so ein Hund, den man kennt. Jack Russell, wenn es das ist. Und dann wurden sie per Pokémonifiziert. Das ist... It's Patrick. Ich habe mich an einen Hund befestigt. What? Nee. Also ich glaube, da hätte die Welt geschrien, hässlichstes Pokémon der Geschichte. Viel zu hässlich. Soll das ein Rexblizar-Vorentwicklung sein? Also ja, Gen 4. Aber ja. Ich meine Tannenbaum, ne? Zwirklopp, man weiß nicht. Für mich ist das ein Baum mit Schnee. Hey, an Ninjask hat sich ja richtig viel verändert. Ninjask. Oh! Wuff. Das wäre eher ein Parasit gewesen, anstatt der Geist davon. Also wer es nicht weiß, das da ist quasi die Geistform von dem da. Aber hier haben sie halt, also ich glaube, Ninjask hat immer noch die krassen Arme, aber die sind so eingefahren. Aber der Mund ist halt, oh, Alien. Ninjatum richtig böse. Wurde auch verharmlost. Loturzel hat für mich zu sehr Körper wie Myrapla. Und dann wurde es halt zu dem Loturzel, das wir heute kennen. Süßer halt wieder. Viele fangen halt sehr Dragon Quest Final Fantasy böse an und werden dann hey, Pandir. Eigentlich 1:1, ne? Vielleicht hat er einen dickeren Booty damals gehabt. Ja, so ein Pinsi im Mund hier, ja. Lunastein. Stolrak. Das ist süß. Haben wir eigentlich ein Hippo-Pokémon? Existiert ein Hippo-Pokémon? Nee, ne? Ach, Nom Nom? Aber Snom Nom ist kein Hippo, aber ja, ein bisschen Snom Nom mit diesem Wellending da. Oh, Hippoterus, stimmt. Hippoterus ist ein Nilpferd. Hippoterus, ja. Aber das ist süß. Das sehe ich sogar als Pokémon, dass es existieren könnte irgendwann. So ein Eishippo. Aber es wäre zu nah an Hippoterus jetzt dran. Wir haben immer noch mehr, alter Schwede. Togge! Puh. Das Arschgesicht. Danu, danke schön für 20 Monate.
Tier 2. Wow. Dankeschön. Chanera Baby, Vonera. Ja, maybe. Ich meine, es wäre logisch, wenn das Ei bei Chanera tatsächlich das Baby ist. Wurde es dann nicht, aber das könnte ein Vonera sein, ja. Potrott nur ohne Panzer. Stell dir mal vor. Das Potrott kommt aus seinem Panzer raus und sieht einfach so aus. Was ist dein Lieblings-Beta-Sprite bis jetzt? Keine Ahnung. Also das ist... Ich bei vielen, was mich ein bisschen geärgert hat, bei vielen Bildern, die so auf Twitter waren, haben dann entweder die Tweeter oder drunter die Kommentare geschrieben, wir wurden beraubt von coolen Pokémon. Also wirklich so, es wurden uns coole Pokémon weggenommen. So, hä? Was? Also bis jetzt, ich sehe nichts, was besser ist als das, was wir bekommen haben. Nichts. Bestes Beispiel hier. Was ist das? Das braucht keiner. Frostedge. Bitte mach mich hübscher. Nein, das ist kein Frostedge. Nein. Okay. Chill. Nein. Kein Pokémon. Das ist von Punch-Out ein Charakter. Kingler. Ein anderes... Ich finde, das ist heute Kingler Giga, also Giga Kingler. Weil Giga Kingler ist ja diese japanische Spinnenkrabbe und das sieht so ein bisschen aus wie das. Ah, Moment, stimmt, es ist Magnetilo Krabbi. Gen 7 Krebs? Was für ein Gen 7 Krebs? Krabox? Kingler als Elektro, ja. Der Magnet sieht schon cool aus. Krabby als Magnet-Pokémon. Dino mit Glumanda. Ach, Krawell. Krawell, stimmt. Keine Ahnung, was das ist. Was Süßes. Nummer 377. Das ist ein Spoink mit ein bisschen zu viel Kraft in seinem Schwanz. Also das wird direkt... ins All katapultiert, wenn es auch nur kurz sich aufspannt. So weit weg. Auch hier Dragon Quest Design komplett. Aber cute. Ja, Groink nur als Albtraum. Groink als Slipknot-Mitglied. Groink als Saw-Monster. Bei Saw gibt es auch dieses... Der Jigsaw setzt irgendwie eine Schweinsmaske auf. Ja, mei, ich finde alle, also das Kronk, was wir haben, ist, was ist das? Fahrradhupe. Motor? Fahrradhupe? Was bist du? Ich sehe da eine Fahrradhupe. Piquette, Dankeschön für 6 Monate. Wofür sind die Mons? Das sind die Beta-Designs von Gen 3. Also es sind unveröffentlichte Pokémon, die es nicht geschafft haben. Ich sehe da eine Tröte. Das ist die Weiterentwicklung wahrscheinlich. Also eine Wassertröte. Das sieht aus wie eine Bong. Oder wie ein ausgehöhlter Pokéball. Es ist eine Bong, Leute. Absol. Nur böse. Brutal. Verschiedene Augenfarben. Hey, unser Absol ist besser. Es sieht fast genauso aus. Ja, mei. Ist halt ein Sengo. Sengo, nur ein bisschen spitzer. Oder ein Zickzacks. Geradax, genau. Geradax. Ja. Ja, ich meine... An irgendwas erinnert es mich. Ach, Rayquaza. Wir wurden beraubt von einem besseren Rayquaza. Warum haben wir keinen Rayquaza bekommen, das so aussieht? Vielleicht auch wie Pietis, aber Rayquaza, ich meine der Kopf und alles.
Anderes Rayquaza. Auch das sieht cool aus, ist noch kein Pokémon. Aber es sieht ganz crazy aus. Das ist vielleicht Milotic. Leo, glaubst du, der Hack war vielleicht geplant? Nein. Warum sollte der Hack geplant sein? Warum sollte Game Freak 2300 von ihren Mitarbeitern und Ex-Mitarbeitern doxen? Dann ein öffentliches Statement veröffentlichen, wo sie sagen, wir wurden gehackt. Warum sollten sie das tun? Das ist nicht Pokémon und Nintendo. Die machen sowas nicht. Die sind nicht irgendein kleines Indie-Unternehmen, das Aufmerksamkeit braucht. Pokémon bekommt Aufmerksamkeit, indem sie einfach Sachen veröffentlichen. Die brauchen keine Aufmerksamkeit durch irgendwelche. Da sind so viele Sachen dabei, auf die sie nicht stolz sein müssen. Das ist ein Riesenquatsch, wer das schon wieder behauptet. Das ist alles nur geplant. Die Pyramide mit dem Auge, seht ihr sie nicht? Na, es knet. Chapet. Das Ding. Das ist Patrick, aber in böse. Was ist das? Weiterentwicklung von Nasgnet? Vielleicht. Crazy. Chapet sah aus wie das Ende. Ja, Chapet und Nasgnet sehen beide 1:1 aus. So ein Affe, der in Homers Kopf drin sitzt. So ein Krachmach-Affe. Also, das ist aus Gen 5, das Ding, wie heißt es? Es ist eine, Moment, das ist eine Schildkröte mit einem Geschenk auf dem Rücken. Oder? Das soll doch ein Geschenk sein. Potrot. Potrot ist halt Gen 2. Weiterentwicklung von Potrot. Krakelo. Ja, Krakelo, weiß nicht. Und da haben wir Latios. Das ist für mich Koriogel, die Cheerleader-Form. Castellid meinte ich genau, aber es ist kein Castellid. Das ist für mich die Cheerleader-Form von Koriogel. Aber ich glaube, es soll eher ein Hund sein oder ein Küken. Doch, eher, ich glaube schon. Aber das Gesicht ist eher wie ein Hund. Ah, das ist witzig, oder? Morgensterne als Schwanz, ja. Aber ich glaube, das Cheerleader-Koriogel hat auch so einen Schwanz. Zickzacks. Wie eh und je. Also das sieht aus wie Zurukex. Also die Idee dahinter, dass es quasi seine Haut trägt. Weil das ist eindeutig eine Schlange oder ein Dino, der sich gehäutet hat, eine Eidechse, und die Haut noch trägt als, naja, als Hose. Was eigentlich mir nie aufgefallen ist, dass das vielleicht die Idee von Zurukex ist. Zurukex. Dass sich Eidechsen häuten und ihre Haut dann nicht ganz abgeht. Und Zurukex trägt einfach noch so seine Haut. Also hier sieht es eindeutig so aus und es ist ein bisschen eklig, wenn man so drüber nachdenkt. Und bei Zurukex dann ist es nicht mehr eklig, weil es wirklich aussieht wie eine Hose, anstatt die Haut von ihm. Das ist aber eine coole Idee, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass da das Feedback war, zu eklig. Seine Haut mit sich tragen die ganze Zeit? Ist auch eine coole Idee. Okay. Wir haben noch eine Seite. Dann haben wir noch ein paar mehr, die ich gefunden habe, wo ich nicht sicher bin, ob die echt sind. Also das ist Reptine, nur in Blau. Und das passiert ganz oft, falls ihr das nicht wusstet. Ganz oft gibt es als Design die letzte Entwicklung und dann gehen sie rückwärts in Babyform. Und vielleicht das war vielleicht das erste aus der Gewaldro-Reihe. Dass sie das hier gemacht haben und sich dachten, hey, Moment, das passt ganz gut als Zweitentwicklung für unser Gekkabor. Und haben es grün gemacht. Weil zum Beispiel Glumanda war nicht das erste, Glurak war das erste. Und dann haben sie zurück Glumanda entwickelt. Das passiert, glaube ich, sehr oft. Und das könnte das erste Gekkabor sein, das wir hatten. Ja, ist halt ein Hund. Feedback wahrscheinlich sieht so sehr aus wie ein echter Hund. So ein Beethoven. Das könnte Formeo sein. Kleines Formeo-Kind.
Das ist interessant. Auch kein Pokémon, aber halt ein Fisch. Das ist ein Relikant. Aber auch hier zu hart, zu brutal, zu Dragon Quest, zu Final Fantasy. Was auch ein bisschen an dem Pixel-Art-Stil, dass das der Grund ist. Wie die Pixel gesetzt sind, wie die Farben gewählt sind, sind sehr Final Fantasy Dragon Quest-mäßig-esk. Aber das ist eindeutig, daraus wurde Remoraid. Da sieht man auch die Idee, dass es nicht nur eine Farbe hat, sondern Fleck hat, war hier noch Dreck oder Alter. Und jetzt haben wir Relikant, das einfach einen roten Punkt hat. Dass es nicht ganz langweilig ist, dass es noch was Besonderes hat. Aber es ist ein roter Punkt, es ist nicht Dreck oder Schimmel oder Altersflecken. Siberio, nur auch hier zu sehr wie ein echter Polarbär. Was macht man? Man stellt ihn auf zwei Beine, man macht ihn zu einem Menschen und gibt ihm Eiszapfen als Bart. Und schon ist es mehr wie ein Pokémon. Weiterentwicklung von Knackleon, wobei ich glaube, das war noch Knackleon. Und dann ist das wie Brava und Libeldra. Also ziemlich sehr, sehr eindeutig. Aber auch hier sage ich, das, was wir bekommen haben, viel besser. Viel Pokémon, viel mehr Pokémon. Wie Brava ziemlich 1:1. Knackleon haben wir vorhin schon gesehen. Finde ich aber interessant, dass sie dann anstelle von dem Knackleon genommen haben. Weil das passt mehr in die Reihe. Ich weiß, ihr habt euch doch auch schon oft gedacht, Knackleon und Vibrava. Ich würde mal gerne echte Evolution sehen von Knackleon zu Vibrava, weil wahrscheinlich häutet sich Knackleon, beziehungsweise Vibrava kommt aus Knackleon raus. Also richtig insektmäßig. Und das war halt hier nicht so. Evoli? Oder Zickzacks? Evoli als kleiner Räuber? Evoli als, weiß nicht, einfach seltsame Tierchen. Du findest den Siberio besser? Nee. Viel zu Standard. Das erinnert mich an das, was wir heute in Gen 8 bekommen haben. Enekoro. Ah ja, Eneko, Enekoro vielleicht, ja. Erinnert mich an das, was wir in Gen 8 bekommen haben. Nicht Roserade, also ja, das hätte, vielleicht war das die Idee, Roselia und dann wird es zu Roserade. Aber wir haben doch dieses Blüten-Pokémon gekriegt, das zu der, zum Löwenzahn wird, zur Pusteblume. Die rote Kotomi, genau. Kotomi hat diese drei. Mantidea, auch interessant, ja. Und dann das hier. Und dann das hier, was einfach so ein Pfirsich auf dem Kopf trägt. Das ist auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein Formeo. Das sollte ein Formeo sein. Das Sonnenformeo. Ja. Sonnenformeo. Wasserformeo. Windformeo. Was es gar nicht gibt heute. Eisformeo. Eisformeo war auf einmal einfach so ein Schneehaufen. Ja, das war's. Ich habe auch eine komplette Übersicht für euch. Das sind all die wir gerade angeschaut haben. Sandsturm von Mio, ja. Stimmt, das, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das könnte die Weiterentwicklung sein von Voltenso. Zum Glück gibt's sie nicht. So sieht man es um einiges besser. Oh, war das vielleicht... Oh, das war gedacht als Ding, dass die zusammengehören. Das Zurukek-ähnliche wird zu Reptine. Und dann wurde Reptine zu der Weiterentwicklung von Gekkabor. Schau, und deswegen ist es interessant. Die Gedankengänge, was wie mal war und dann umentschieden wurde und besser gemacht wurde. Aber das ist auch cool. Das aus dem Salamander, der seine Haut trägt, so ein Reptine wird. Also das hier wäre tatsächlich eins, was ich schade finde, dass es nicht wurde, weil das ist eine coole Idee einfach. Ein Salamander, ein Eidechse, der seine Haut trägt, so wie Zurukek. Aber Zurukek ist eindeutig das Bessere.
So, und jetzt kann ich euch noch kurz zeigen. Es gibt nämlich diese fette Tabelle hier, bei der sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, all diese Pokémon, die sind durchnummeriert. Also Kamerupt war wirklich das Erste, was sie entwickelt hatten. Und jetzt sieht man, ich weiß nicht, wie gut ich das groß kriege. Jetzt sieht man dahinter immer Feedback. Und hier bei dem Zeng, bei dem Tengulis zum Beispiel, was wir bekommen hätten, stand daneben, das ist buchstäblich ein Tengu, viel zu böse, viel zu scary. Und dann wurde es nicht, beziehungsweise daraus wurde dann Tengulis wahrscheinlich. Das hier ist auch interessant, das ist dieses komische Insektentier und das Feedback war, ich würde die Farben ändern, das ganze Ding hat es aber nie geschafft. Ein Feedback bei diesem kleinen Hamstertier war zum Beispiel zu männlich. Und, das sollte eine Anlehnung an Gyaru sein. Das habe ich heute erst gelernt, was Gyaru ist. Nicht dadurch, durch was anderes. Falls ihr Dandadan schon angeschaut habt. Eine Freundin von der Hauptcharakterin hat so extrem dunkle Schminke und so freigelassene weiße Augen und extremen Lippenstift. Das ist eine Art von Mode, die in Japan immer noch, weiß ich nicht, aber eine Zeit lang sehr beliebt war und heißt Gyaru. Und da haben sich die Frauen in Japan wirklich so extrem geschminkt und auch so Blüten getragen und Haare so getragen und halt riesige, ihr ganzes Gesicht braun geschminkt und die Augen freigelassen und die Lippen freigelassen. Also wirklich so wie der eine Charakter in Dandadan, dem neuen Anime. Das ist wirklich ein Modestil gewesen und anscheinend war dieses Pokémon eine Anspielung darauf und hieß auch Gyaru. Gyarubi. Hat es überhaupt nicht geschafft, das Pokémon. Vielleicht war es zu zeitlich, also im Sinne von, ja, das ist halt so Kultur gerade, aber ist nicht langfristig kein gutes Design. Dandadan gibt mir einen Mischvibe aus Mob Psych und Chainsaw Man. Es ist ja auch vom Chainsaw Man Freund. Ein Kumpel von dem, ein Mitarbeiter von Chainsaw Man hat Dandadan gemacht. Was haben wir nicht? Looks deformed. Well, too much like Sudo Voodoo. Also dieses Pokémon habe ich ja gar nicht verstanden. Einfach ein Baumstumpf. Einfach Baumstumpf und dann zu sehr wie Mogelbaum. Okay. I like the idea, but... Ist das das echte Feedback gewesen, dass du dann noch nicht mal... Ist es so wie in Animes, wo wenn man die Untertitel liest, Sätze einfach aufhören und man weiß, dass es einfach negativ ist? Ist auch bei Animes voll oft so. Dass der Ersatz einfach aufhört und man muss sich denken, dass wie es weitergeht, weil sie sich nicht trauen, was Böses zu sagen. Also ich mag die Idee, aber es ist scheiße. Bitte kündige sofort. Und hier eben dieses komische Primarentyp, too dramatic to be a Pokémon-Konzept. Ja. Sag halt, too dramatic ist schön gesagt, ja. Es ist einfach zu lasziv, würde ich sagen. Hier war Feedback, ich will, dass es weniger ist wie Quapuzzi und so. Hier, looks like Dragon Quest. 1:1, looks like Dragon Quest. Habe ich auch sofort mir gedacht bei diesem Tier. Looks like Dragon Quest. Aber finde ich interessant, dass intern bei Pokémon tatsächlich einfach das Feedback auch ist, hey, das ist zu sehr wie Dragon Quest. Ist das nicht ein interessantes Feedback? Dass sie das Wort überhaupt in den Mund nehmen von... Ja, wir dürfen nicht vergessen, die nur nach außen hin sind die so extrem... korrekt und sowas. Intern, du, da gehen die auch abends ein Bier trinken und sagen sowas wie, ey, dein Design ist einfach zu sehr Dragon Quest. Beziehungsweise nicht nur ein Bier trinken, ne? Die haben das einfach hier offiziell reingeschrieben. The Zipper looks too artificial. Das ist interessant, weil Bennett hat wirklich einen Zipper als Mund inzwischen immer noch. Ah, hier auch! Oh mein Gott, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Kapilz war anscheinend zu ähnlich zu einem Chocobo. Final Fantasy Chocobo. Und ja, Chocobo, Kapilz sah zu sehr wie ein Chocobo aus, was stimmt. Aber auch lustig, dass sie dann Zapdos gemacht haben. Also Galar Zapdos ist ein Chocobo. Aber wahrscheinlich zu weit weg. Weit genug weg, um dass sie sagen, ja, lass machen. Und hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, Feedback war einfach
Wir brauchen was Besonderes für die Federn, weil es ist einfach nur ein Peacock. Nichts Besonderes. Auch unlustig, bei Zwir Finst sieht wie ein Shy Guy aus. Aber 1:1. Also Zwir Finst wurde nicht geändert. Sieht aus wie ein Shy Guy. Danke fürs Feedback. Heißt gut oder schlecht? Das hier war anscheinend auch gut. Und da war das Feedback, ich möchte, dass es sich zu einer Maifliege entwickelt. Ist das ein Maikäfer einfach? Hat nicht ganz geklappt. Die Augen geändert bei Zwielicht? Naja, nö, wo? Das Auge ist immer noch rot. Sieht aus wie eine Botogel-Entwicklung. Sie haben zu dem geilen Logok Latias gesagt, sieht aus wie eine sieht aus wie eine, wie heißt das Viech? Botogel-Entwicklung. Yep. Und hier, das war dieses Lorblatt. Tropius. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Ausdruck auf die, vielleicht können wir ein bisschen mehr auf die Bananen legen. Die Bananen wichtiger machen. Und zack, bumm, haben wir Tropius bekommen. Hier und hier, das war das mit Korea. Die Vorentwicklung von Makuhita sah zu menschlich aus. Und das Sumo-Thema ist zu schwierig für Korea. Keine Ahnung, was da damals war. Und auch hier, das sieht so ähnlich wie Quapsel aus. Aber interessantes Design, finde ich. Aber ja, es ist ein Quapsel. Nur anders. Also dieses Bibor, weibliche Bibor, zu nah an einem, nee, es soll näher an einem Insekt dran sein und mehr fantastisch. Ja, es ist so schwierig, Künstler zu sein, dann kriegt man so ein Feedback, ne? Ich weiß nicht, wie sehr Feedback das war oder wie sehr das einfach nur Anmerkung war, von wem die Anmerkung war, weiß ich jetzt alles nicht. Aber das ist ein gutes, das ist ein Feedback, was man wirklich nachvollziehen kann. Dieses Eneko hier, weil ich habe mir das vorhin schon gedacht, das ist eindeutig Eneko, aber es ist zu kompliziert. Und das war auch das Feedback. Er will, dass dieses Eneko einfacher wird. Es hat zu viele Teile. Und dann wurde das Eneko draus, das wir heute kennen. Vielleicht ein bisschen weniger creepy, aber... Und das ist auch geil. Dieses Kamaup hat das Feedback bekommen, sieht nicht aus wie eine Pre-Evolution von Kamerupt. Also deswegen, ich weiß nicht, wer dieses Feedback gegeben hat und was es für Runden danach noch gab. Aber das ist buchstäblich 1:1 so die Vorentwicklung von Kamerupt geworden. Also was ist danach passiert? Kam dann ein höheres Tier und hat gesagt, nein, ist perfekt, passt? Oder haben sie dann noch mal drüber geredet und hat gemeint, ja, okay, stimmt, passt? Und das hieß übrigens Enekororo. Enekororo. Anscheinend. Vielleicht wird diese Tabelle auch immer noch aufgefüllt und sowas, ne? Ich meine, da sitzen wirklich Leute dran und lesen all die etlichen Daten durch und versuchen das zu ordnen, dass jeder das nachvollziehen kann. Aber das meine ich. Ist das nicht super interessant? So, und eine Sache habt ihr noch nicht gesehen oder euch habe ich noch nicht gezeigt. Und zwar, das sind auch Sachen. Das war ein früher Pokémon-Screen. Da Flamely, ja. Das war ein früher Pokémon-Screen aus Gen 3. Wo man gesehen hat, und ich weiß gerade nicht mehr, ob das schon so war dann. Wahrscheinlich schon, ne? Die haben schon vorgehabt, die Pokebälle zu zeigen, in denen das Pokémon drin ist. Weil in Gen 1 und Gen 2, ne, sobald du das Pokémon gefangen hast, war nicht mehr hinterlegt, in was für ein Pokéball es wirklich ist. Es war einfach immer nur ein Pokéball-Symbol. Und Gen 3 hatte dann wirklich Hyperball, Superball und sowas wirklich angezeigt. Und es war hier schon festgelegt in diesem Konzept-Ding hier. Hier ein sehr, sehr früher Battlescreen, wie er am Anfang aussah, bevor das Spiel weiterentwickelt wurde. Man hat hier das ganze Team gesehen an der Seite mit verschiedenen Bällen, in denen sie drin waren. Also es ist besser geworden natürlich. Also keiner kann da sagen, oh, warum haben wir das nicht gekriegt? Weil das schlechter ist. Es ist so viel schlechter. Und ja, das ist das, was die meisten Leute
beschäftigt hat die letzten zwei Tage. Die drei Starter, wie sie am Anfang aussahen. Gekkabor, 1:1. Flemly hatte kleine Flügelchen als Ohren. Hat Flemly eigentlich irgendwelche Art von Armen? Nee, ne? Hat Flemly Flügel? Nee. Sie haben Flemly die Flügel weggenommen. Und ja, es gibt Leute, die auf der Seite des Hasen sind. Es gibt Leute, die sagen, warum haben wir den Hasen nicht gekriegt? Wir wurden beraubt. Und ich sage, okay, der Hase, ich finde es jetzt kein Scheißdesign. Er sieht schon cool aus. Aber findet ihr es nicht übertrieben, dass der Rettungsring sein Körper ist? Die Alternative ist Hydropie, ne? Also wir haben Hydropie gekriegt. Was zu Sumpex wird. Und dieser Hase hier mit dem Rettungsring, der Rettungsring ist sein Körper. Er hat irgendwas, aber ich finde nicht, dass es ein Starter ist. Weil das mit dem Rettungsring ist mir zu sehr Objekt, dass es ein Starter ist. Wenn, dann hätte das noch verändert werden müssen, dass der Rettungsring vielleicht tatsächlich ein Ding ist, was er immer dabei hat. Oder es mehr integriert ist in seinen Körper, dass es nur aussieht wie ein Rettungsring, weil das ist ein Rettungsring. Aber wenn es halt so wie Liberlo ist, dass es aussieht, als hätte er Fußballschuhe an, aber keine anhat, das sieht cool aus. Aber ein Rettungsring, der sieht zu sehr nach Rettungsring aus. Eben, also alle, die sagen, wir wurden beraubt, das hätte der Wasserstarter in Gen 3 sein sollen, come on. Er ist cool, aber das ist eine Doppelentwicklung und fertig. Das ist Nummer 400 im Pokédex. Cooles Pokémon kriegt eine Weiterentwicklung, wo es, keine Ahnung, Quietschflügel anhat oder so. Hydropie stinkt gar nicht. Hydropie ist voll cool. Ja, und natürlich, wie man es sich denken kann, lasst mich einmal kurz gucken. Domji hat das vorhin gepostet. Sind die Leute schon verrückt gegangen in den zwei Tagen hier? Verrückt gegangen, auch genannt went crazy. Der hat das doch gepostet, der Domji-Meister hier. Nicht nur haben schon Leute jetzt da natürlich 3D-Drucks draus gemacht. Es gibt schon Fangames, wo das Ding einfach drin ist. Und hey, was Fans machen, das kann manchmal so schnell gehen. Ich will, dass jemand eine Entwicklung dazu erfindet. Wahrscheinlich hat es schon jemand gemacht. Ich will die Reihe sehen. Wenn das ein Starter sein soll, dann will ich eine gute Reihe sehen. Mittel- und letzte Entwicklung, weil ich kann mir nicht vorstellen. Also der Rettungsring ist zu artifiziell. Der muss integrierter sein oder losgelöst vom Körper. An sich mag ich den Hasen. Aber er ist zu crazy. Speziell mit dem Ring, genau. Er ist zu speziell mit dem Ring, um ein Starter zu sein. Aber ein Pokémon mittendrin, fein. So. Was haben wir noch? Naruto-Augen, stimmt. Könnt ihr jetzt einfach Palworld... Stimmt, Palworld sieht das Ganze jetzt so als... Palworld sieht das Ganze so als... Oh, it's dinner time. Nehmen sie halt das bitte, nehmen wir das. Halt echt. Es hat schon jemand eine Evo gemacht? Dankeschön. Ja. Erinnert mich sehr an die, ich bin nur von der Statur her, an die Inteleon-Reihe, weil es einfach hoch und dünn und elegant ist. Aber das Mittelding, wo ist das Mittelding? Aber ja, es ist cool, aber sieht für mich nicht wie ein Pokémon aus. Das ist einfach ein Fan-Made-Design, was es ja auch ist in dem Fall. Aber
Ich finde auch hier, ich kann nachvollziehen, dass das nicht das Gen 3 Wasserding wurde. Heute schon. Gen 8 mit dem Fußballhasen und sowas, sage ich ja. Inzwischen könnte das wirklich auch mit Quacks. Inzwischen könnte das wirklich ein Wasserstarter sein, aber nicht zu Gen 3 Zeiten. Zu Gen 3 Zeiten ist Hydropie, war das die richtige Wahl. Und Hydropie ist großartig. Aber was halt auch so ein Leak auslöst, ist leider, dass wir das hier niemals jetzt als Pokémon-Design sehen werden. Weil, also könnt ihr euch vorstellen, wie Pokémon jetzt sagt, okay, dann nehmen wir jetzt den Hasen, den schon alle gesehen haben, als neues Pokémon-Design für Gen 10. Das ist halt immer blöd bei solchen Leaks. Die hatten halt einen ganzen Backlog an Pokémon-Designs und ich glaube, bei jeder Gen sagen sie, geht nochmal über alle drüber, vielleicht passen sie jetzt. Und die sind jetzt alle für Müll. Die können die alle nicht mehr hernehmen, weil die geleakt wurden. Aber weil ich für Gen 10 hätte ich mir den locker vorstellen können, wenn der Reifen ein bisschen anders wäre. Warum nicht? Danke für das Bild. So, was haben wir noch? Das hier hatte ich auch mal gesehen, aber ich irgendwie, es taucht nicht in der Liste auf. Deswegen glaube ich, dass es nicht echt ist. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Aber hat das jemand mitgekriegt? Weil ich habe das als Leak gesehen, aber es ist nicht in der Liste drin. Gibt es was zu PLZA? Habe ich am Anfang vom Stream gesagt, ja. Aber nichts, was super interessant ist bis jetzt. Aber das ist eindeutig Deoxys, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, passt, also es gehört nicht dazu. Das ist fake, glaube ich. Vielleicht ist ja eins von denen schon geplant für Gen 10. Ja, und jetzt müssen sie es löschen. Ich glaube nicht, dass Pokémon jemals ein Design veröffentlicht, das vorher geleakt wurde. Aber vielleicht, vielleicht ist es ihnen egal. Was haben wir hier noch? Was war das? Keine Ahnung, was hier der große Unterschied ist. Achso, das sind die, die wir gesehen haben. Die waren auch in der Excel-Tabelle drin. Die, die wir gesehen haben, nur noch mal eine Schleife weiter. Also da wurde schon ein bisschen Feedback eingearbeitet. Nichts Besonderes. Was war das? Ah, das ist Gen 5. Habe ich es in falsche rein. Sollen wir jetzt zu Gen 5 gehen? Gen 5 ist so viel trauriger als das, was wir jetzt angeschaut haben. Aber wir können auch die Website durchgehen von Pokéos. Beziehungsweise. Alola Hoplo, stimmt. Ein Alola Hoplo oder einfach ein Wasser Hoplo könnte der Hase sein, ja. Avalarion, Dankeschön für 9 Monate. Und übrigens hier, das ist ein 16-minütiges Video und ihr seht, wie schnell die Bilder durchgehen. Ein 16-minütiges Video mit der Geschwindigkeit, die ihr hier seht, wo Bilder durchgehen von Pokémon-Konzepten, Designs, beziehungsweise, wie nennt man die nochmal? Also es gibt für Zeichentricksachen, Disney natürlich auch sowas. Jeder Charakter, jedes Tier hat ein Sheet, Character Sheet, wo die wichtigsten Sachen abgebildet sind und wirklich gezeigt wird, wie dieses Pokémon gezeichnet werden soll, wenn es gezeichnet wird. Das heißt, wenn jetzt ein Künstler, weil das ist zu Gen 3 Zeiten wurde das für den Anime gemacht. Wenn jetzt aber ein Künstler in 2025 sich hinsetzt und ein Latios zeichnen soll, dann sieht er hieran, wie er das machen soll. Weil das ist die Vorlage dafür. Also ich schätze, das ist die Vorlage für den Anime, wie ein Pokémon gezeichnet werden soll. Und das ist einfach unfassbar. Und da sage ich halt, das ist die gute Seite an so einem Leak, dass wir einfach so coole Sachen zu sehen bekommen, wo man wirklich sieht, wie viel Mühe, wie viel Arbeit die da reinstecken, Charaktere zu erschaffen. Wenn jetzt da einfach so ein Penis auf einmal kommt, habe ich ein Problem.
War so, boom, selber schuld. Weil daraus, und da verstehe ich halt Pokémon nicht, Nintendo macht's ja, Nintendo hat supergeile Artwork-Bücher für Zelda und was nicht alles. Aber Pokémon macht sowas nicht. Warum nicht? Warum existiert kein Gen 3 Concept Art Book, das man für 100 Euro kaufen kann oder sowas? Und dann hat man diese ganzen Sachen da drin, wo man einfach sieht, wie die Charaktere designt wurden. Konzeptzeichnungen, sowas. Und Leute, es geht ewig. Es geht ewig. Es sind so viele Zeichnungen einfach. Ich klicke hier durch. Ihr könnt es euch vorstellen. Schaut es euch selber an, wenn ihr Bock habt. Wahrscheinlich existiert auch irgendwo ein Ordner mit all den JPEGs dafür. Das sind, ja, einfach coole Zeichnungen von den Anime-Machern anscheinend. Für den Anime. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ich glaube einfach Character Sheets. Vorlagen. Irgendjemand muss eine Vorlage erstellen, nach der dann in der Zukunft gezeichnet wird. Super viel, super cool. Hier so richtig im Pokédex-Style. Game Freak bzw. allgemeine Entwicklerstudios sollen Making-ofs machen zu ihren Spielen. Ja, und Indie-Studios machen das ja. Ich meine, was wir alles für Behind-the-Scenes gekriegt haben zu Cuphead. Ich glaube, Cuphead hat allein einen Spielfilm darüber, also so viel Information, so viel Videomaterial, wie Cuphead gemacht wurde. Warum nicht eine Kamera Behind-the-Scenes mitnehmen und zeigen, wie das konzipiert wird? Das ist so cool. Aber Game Freak denkt da anders. Und für die ist das jetzt super peinlich, dass wir das sehen. Wobei man, finde ich, darauf so stolz sein kann, was die da machen und was die da gearbeitet haben. Deswegen ist es ja extra cool, weil wir sowas halt nie bekommen von Pokémon. Aber es ist natürlich auch sehr kacke, dass es so geschieht. So, was haben wir noch? Gen 5, Gen 6, Gen 5, Typhlosion. okay. Okay, das heißt, wir können hier weitermachen. Oh Gott. Wer möchte mir helfen? Oh. Also, es wurde auch komplett geleakt, was Game Freak selber sich ausgedacht hat für die Lore, wie das Pokémon-Universum erschaffen wurde. Und bisher, also nichts davon ist wirklich neu, weil das haben sich Fans alles schon stückchenweise so immer zurechtgelegt. Und wir wussten, dass das erste Pokémon war Arceus und Arceus hat das Pokémon erschaffen und hier Dialga und Palkia erschaffen für Raum und Zeit. Und dann Azelf, wie heißen die, Mesprit und so erschaffen für die Feature, die Menschen haben und so weiter. Also das wussten wir schon alles, aber es war alles so zusammengestückelt von Infos, Interviews, Game-Lore und so weiter. Es ist nicht besonders neu, aber es ist jetzt einfach confirmed, dass sie sich das wirklich so gedacht haben. Und das ist cool zu sehen. Weil ich bin ein großer Verteidiger davon, dass so jemand wie Pokémon sich keine Gedanken drüber macht, sondern die gehen da einfach durch und machen jede Gen halt so, wie sie Bock haben. Und gehe dann im Nachhinein drüber und denke sich, okay, wir machen es logisch, indem wir das einfach sagen, beziehungsweise die Fans sollen sich selber überlegen, wie es sein soll. Zu sehen, dass es tatsächlich Dokumente gibt, bei denen sich Game Freak Gedanken gemacht hat, dass das alles Sinn ergibt, ist cool. Und da verstehe ich auch wieder nicht, warum Pokémon das nicht von sich aus veröffentlicht, in einer geilen Grafik, sei es im Spiel, sei es in einem Interview, sei es in einem Film. Irgendwie eine geile Grafik, die uns sagt, ja, so ist das entstanden. Was ist da der Grund dafür, dass sie das nicht von alleine veröffentlichen? Weil es ist so cool. Weil, wenn man bedenkt, wo ist das?
Und das war auch, also ist jetzt nichts Neues. Aber natürlich siehst du diesen Kreis, der in deiner Excel-Tabelle drin ist. Wo halt steht, ne, Arcus ist in der Mitte. Das steht hier drunter auch nochmal, ne? Arcus wurde von einem riesigen Chaos erschaffen in einem Ei. Das sieht man alles in dieser berühmten Arcus-Sequenz. Schlüpft aus dem Ei raus. Arceus macht Dialga und Palkia. Palkia kümmert sich um die Menschen. Dialga kümmert sich um die Pokémon. Raum und Zeit, bla bla bla. Das könnt ihr alles nachlesen. Wir können es auch auf Deutsch übersetzen. Geht auf die Seite selber und lest es euch durch. Wenn ihr die Lore nicht kennt, dann werden die drei Eigenschaften von Lebewesen kreiert. Ja, dann werden der Himmel, das Wasser und die Erde kreiert und so weiter und so weiter und so weiter. Und die komplette Lore ist bestätigt. Die war schon immer bestätigt, aber jetzt sieht man halt, dass es wirklich, wirklich beabsichtigt war, zumindest zu Gen 3 Zeiten. Das ist, glaube ich, immer noch Gen 4. Das ist so zu Gen 4 Zeiten gemacht worden. Weil inzwischen gibt es natürlich noch viel mehr mystische Pokémon, weil was ist mit den Paradox-Pokémon? Was ist mit, keine Ahnung, Samazenta und Sashian und so weiter? Die müssen ja da irgendwie auch Platz kriegen. Aber ich meine nur, das hier ist natürlich eine coole Übersicht, wenn man sich an eine Cutscene erinnert aus Gen 4, wo Arceus tatsächlich, also wenn man das Arceus-Ei schlüpfen lässt, um dann Level 1 Dialga, Palkia, Giratina zu bekommen, sieht man auch eine Sequenz mit diesem Zeichen die ganze Zeit. Das hier ist Fanmade jetzt, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt in dem Leak gewesen. Aber halt diese fette Übersicht, die geleakt wurde, ist halt eins zu eins dieses Ding, was wir immer in der Cutscene von Arceus gesehen haben. Was damals jeder sich schon dachte, ne, das hier ist jetzt nicht neu. Aber ich sag nur, es ist halt geplant worden. Es war halt alles geplant und so beabsichtigt. Und nicht einfach nur von Fans zusammengewürfelt. Game Freak hat das tatsächlich so beabsichtigt. Das ist cool zu sehen. Das ist cool zu sehen, dass es, also für mich, ich dachte immer so, die machen, was sie wollen, aber in Wirklichkeit haben sie es alles wirklich so hinterdacht. Genau, das ist die Sinjuruhen-Form. Die Lore, die Lore, die Lore. Genau, Jinx, Rosana sollte mal eine Mega-Evolution bekommen. Mit der Fähigkeit Magic Guard. Ich weiß nicht, ob das besonders ist, ob das cool ist. So, und jetzt, ich werde nichts vom Anime spoilern, weil der Anime mich nicht besonders interessiert und ich glaube, keiner hat Spaß daran, den Anime zu spoilern. Es ist trotzdem kurz interessant, keine Angst, ich spoiler nichts. Wie gesagt, ich mache alles nochmal extra zu. Aber das sind noch keine wirklichen Spoiler. Hier. Da ist extra gespoilert. Also ist extra rot, dass man da nicht draufklickt, wenn man es nicht wissen will. Ich klicke da auch nicht drauf. Also ich spoilere nicht den Anime. Denn der Anime, der neue Horizons, wurde komplett geleakt. Also was passieren wird im Anime. Kann man sich hier komplett durchlesen, wenn man draufklickt. Die ganzen, was passiert. Ich weiß nicht, wie weit das gespoilert wird, aber es wird auf jeden Fall gespoilert, was im Anime passiert, wenn man es denn wissen will. Warum auch immer. Aber auch hier wieder eine Auflistung, die ich sehr interessant finde. Was geplant war, was tatsächlich umgesetzt wurde und was wir bis heute nicht bekommen haben. Was bedeutet der blaue Ring? Das sieht aus wie besondere Pokémon. Gyarados, Dragoran, Latios, Metagross. Weiß ich aber nicht. Steht bestimmt hier im Text drin. Zum Beispiel der Horizonte-Anime hatte den Projektnamen Verne? Keine Ahnung. Den hat es gegeben. Den neuen Horizons-Anime, den gibt es tatsächlich auch seit November 2022, stimmt es? Ja. So war es auf jeden Fall geplant. Dann sehr interessant. Es hätte einen Film geben sollen. Genannt Bauer. Zumindest der Projektname hieß Bauer. Und den hätte es im Juli 2023 geben sollen. Haben wir nicht bekommen. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, warum haben wir keinen Gen 9 Film bekommen? Wir haben immer einen Gen Film bekommen. Der letzte war der Dschungelfilm.
zu Gen 8 mit Sarut. Gen 9 hat keinen Kinofilm bekommen. Und wenn wir jetzt kurz ein bisschen runtergehen, nicht wirklich Spoiler, und wenn, dann ist es einfach cool. Es gab sogar ein richtiges Design für diesen Film. Und das Coole ist, also ich hoffe, dieser Film wird irgendwann nochmal veröffentlicht, irgendwann nochmal weitergemacht oder sowas. Ash ist halt nicht mehr da, die können trotzdem Film mit Ash machen. Aber sie müssen auch keinen machen. Dieser Film, genannt Bauer, im Moment, den hätte es fast gegeben, wird es vielleicht auch noch geben. Erscheinungstermin Sommer 2023 ist jetzt vorbei. Hätte ein bisschen, also ist der Regisseur von Detective Conan Filmen. Zielgruppe, Leute, Zielgruppe, alle Altersgruppen. Nee, aber der Film soll eher für Ältere sein, nicht unbedingt für Kinder. Hier, erstellen Sie einen Film, der ein erwachsenes Publikum, insbesondere Frauen, anspricht. Entwickeln Sie Charaktere und eine Welt, mit der sich die Zuschauer emotional identifizieren können, bla bla bla. Schaffen Sie ein Kinoerlebnis, das die Leute im Kino sehen möchten. Ah ja, danke. Das war das Briefing. Ermutigen Sie ehemalige Fans, sich wieder mit der Pokémon-Welt zu beschäftigen. Der Film spielte in der Kanto-Region mit den ersten 151 Pokémon. Die Geschichte dreht sich um einen neuen Protagonisten namens Light. Light Yagami. Ein 15-jähriger Junge, so ein alter Sack, der in einer Pokémon-Kindertagesstätte arbeitet. Eine Schlüsselfigur ist ein pummeliges Pikachu, das sich später als verkleidetes Mew herausstellt. Spoiler? Die Handlung dreht sich um Versprechen, Freundschaft und darum, was es bedeutet, ein Pokémon-Trainer zu sein. Spielt in einer neuen Stadt, Shikon City. Das Drehbuch wurde mehrfach überarbeitet, um Bedenken hinsichtlich der Darstellung der Pokémon-Welt und die Motivation der Charaktere aufzuräumen. Hauptfiguren, Entwicklungsherausforderungen. Und hier steht eben, bei der Ausarbeitung der Geschichte stand das Produktionsteam vor mehreren Herausforderungen, die dunkleren Themen mit der typisch optimistischen Pokémon-Welt in Einklang bringen. Also sie wollten halt was Erwachsenes machen, aber es war schwierig, dann immer noch kinderfreundlich zu sein. Mews Verhalten, Charakterbögen, Integration von Pokémon-Kämpfen. Also sie haben es nicht so ganz hingekriegt anscheinend. Der Kinostart des Films war zunächst auf Winter 23 oder Sommer 24 festgelegt. Ja, ist auch nicht. Und das ist eben das Interessanteste, was ich immer gesagt habe. Wir haben keinen Film gekriegt. Und die Filme haben immer ein neues mystisches Pokémon addiert. Sarut, Diancie und so weiter. Und das für Gen 9 wäre dann Aperon gewesen. Was auch immer das ist. In dem Film wäre ein Aperon vorgekommen, was dann das mystische Gen 9 Pokémon gewesen wäre. Aber ja, dieser Film ist bis jetzt nicht rausgekommen. Keine Ahnung, ob er es jetzt überhaupt noch wird, nachdem er geleakt wurde. Aber ich finde, das sieht nach einem coolen Projekt aus, einfach nur, weil es der Regisseur von Detective Conan Film ist, was bedeutet, dass es vielleicht ein bisschen Krimi-mäßig ist. Aber das sieht cool aus. Wurde es nicht, gab es nicht bisher. Es hätte auch einen neuen Anime geben sollen, also neben Horizon, gab es auch nicht bis jetzt. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen, steht auch hier. Es soll der neue Pikachu. Das ist ein internes Bild, wo man sieht, ich glaube, links ist Cluedo. Es gab einen Film Cluedo. Rechts ist 7. Der Film 7, der krass ist. Und anscheinend soll der neue Pikachu-Film The Great Detective Pikachu heißen. Also das wissen wir, dass es einen neuen Detektiv Pikachu geben soll. Nicht das Spiel, der Film. Der erste Film war großartig. Der zweite Film, ich würde mich drauf freuen. Ich fände es cool. Ich finde hier nur wieder sehr interessant, dass sie einfach als Moodboard Cluedo nehmen für Detektiv und einfach 7, einer der coolsten, besten Thriller ever, auch so als Moodboard nehmen. So im Sinne von, wir wollen so einen coolen Detektiv-Pikachu-Film machen, dass er mit 7 vergleichbar ist. Er ist halt ein Moodboard. Aber ja, das ist cool. 2024 ist natürlich noch nicht draußen. Aber der wird bestimmt kommen.
es soll eine Live-Action-Serie geben. Es soll ein Live-Action-Drama geben. Ich weiß nicht, ob dieses Tapioca das ist, was wir gekriegt haben. Es gab so eine Live-Action-Anime, nicht Anime, es gab so eine Live-Action-Serie, wo die Hauptprotagonistin Gen 1 Pokémon spielt. Und es geht halt um ihr Leben und sowas, aber sie liebt halt Pokémon. Concierge ist rausgekommen. Und dann ein YouTube 3D-Anime, Anpan. Das weiß ich nicht, ob es das vielleicht sogar geschafft hat. Es gab viele kleine YouTube-Pokémon-Animes die ganze Zeit. Das ist Mord im Orient Express. Ah, okay. Doch nicht Cluedo. Noch geiler. Mord im Orient Express. Wenn sie die Spannungskurve von 7 benutzen, wird der Film bestimmt geil. Jetzt erwarte ich bei neuen Filmen schwarze Silhouetten. Ja, wieder mal Gen 1 im Fokus. Ja, in dem Film, in dem Bauer-Film. Ja. Neues Pokémon bei der Frau. Taubos. Aerodactyl. Das sind alles Vögel. Das hier ist, glaube ich, ein Wubat. Ich sehe keinen. Ach, das da. An ihr dran. An ihr dran ist ein neues Pokémon. Oh Gott. Das wird nix. Oh Gott. Ich komme nicht näher ran. Ja. Das sieht aber nicht aus wie ein mystisches Pokémon. Das kann auch einfach ein... Aber ja. Ich meine, das ist alles nur Konzept hier. Das ist jetzt kein, glaube ich, offizielles Artwork eben. Aber ja, das ist ein neues Ding. Oh mein Gott. Reload, neue Anime-Serie. Das sieht eher, das ist doch ein Screenshot aus Twilight Wings. Das ist ein, also, da hat jemand nicht aufgepasst. Das ist definitiv ein Screenshot aus Twilight Wings, einer YouTube-Anime-Serie, die sehr cool ist, zu Gen 8. Das ist kein neues, geleaktes Bild. Aber es soll anscheinend eine Anime-Serie auf Netflix geben. 12 Episoden, 21 Minuten. Alter, für alle Altersgruppen. Aber ja, ist nicht rausgekommen bis jetzt. Das Ende von Ash und Pikachus Reise. Also hier, ich gehe da jetzt nicht durch, das könnt ihr selber lesen. Mich interessiert es nicht so sehr. Das ist anscheinend... Okay, wobei, wir lesen es kurz durch, das ist interessant. Das ist kein Spoiler. Das ist anscheinend die interne Begründung bei Game Freak, warum sie Ash aus dem Anime entfernt haben. Was sehr interessant ist. Warum ist Ash nicht mehr im Anime? Also ich finde es gut, ich gucke den Anime eh nicht, aber ich verstehe es, wenn sie nach 25 Jahren keinen Bock mehr auf den gleichen Charakter haben. Der erste Punkt natürlich direkt, sinkende Einschaltquoten. Ash hat keiner mehr gemocht. Schwierigkeiten bei der Charakterentwicklung und emotionalen Bindung für neue Zuschauer. Ja, weil der Typ ist einfach nicht mehr interessant gewesen nach 10, 20, 25 Jahren. Pläne für den Abschluss. Füge etwa 10 zusätzliche Episoden hinzu, um Ash-Geschichte angemessen abzuschließen. Konzentrieren Sie sich auf die Originalbesetzung und Team Rocket. Befassen Sie sich mit dem Konzept Pokémon Meister und sorgen Sie für einen Abschluss. Ich meine, das haben Sie alles geschafft, oder? Bedenken und Vorschläge. Notwendigkeit eines zufriedenstellenden Abschlusses, um eine Gegenreaktion der Fans zu vermeiden. Da steht sogar drin, ey, wir müssen vorsichtig sein, die Fans nicht anzubissen. Vorschlag, Ash darüber nachdenken zu lassen, was es bedeutet, ein Pokémon-Meister zu sein. Neue Serienpläne, neue Protagonisten. Ja. Kommunikationsstrategie. Vermeiden Sie Begriffe wie Abschluss oder Ende? Ey, sag nicht, dass es das Ende ist. Überlegen Sie sorgfältig, wie Sie die Änderung ankündigen, um negative Reaktionen zu minimieren. Die hatten echt Angst, dass Leute es hassen werden. Aber ich glaube, allgemein wurde es sehr positiv aufgenommen, dass Ash abgeschlossen wird. Planen Sie die Kommunikation etwa im November zu starten. Gewährleisten Sie eine einheitliche Nachrichtenübermittlung auf allen globalen Märkten. Anerkennung des Potenzials für extreme Fanreaktionen.
Notwendigkeit einer sorgfältigen Handhabung des Übergangs, um Markenschäden zu vermeiden. Die hatten so Schiss. Anerkennung, dass der Anime größer geworden ist als sein Schöpfer. Anerkennung, dass der Anime größer geworden ist als seine Schöpfer. TPC übernimmt die volle Verantwortung für Entscheidungen und Kommunikation. Okay. Interessant, oder? Und hier, das mache ich jetzt nicht auf. Hier ist ein fetter Teil, wo Briefings für den Pokémon Horizons Anime drin sind. Also das, was wir hier sehen, zu warum Ash nicht mehr da ist, gibt es jetzt auch zu dem neuen, wo halt wahrscheinlich drin steht, was passieren soll im Anime Horizons. Also wenn ihr da Bock habt, das zu lesen, warum auch immer, dann klickt hier drauf. Mich interessiert der Anime nicht so sehr und wenn, dann würde ich auch nicht wissen wollen, was im Anime passiert. Das war's. Zumindest oberflächlich. Das war's, zumindest oberflächlich. Den Rest, beziehungsweise, also das ist das, was hier steht. Hier steht ja noch, es gibt sehr viel Konzeptkunst. Und, oh ja. Leute, ihr habt keine Power mehr, ne? Ihr seid schon komplett überfordert. Es ist zu viel. Das ist falsch eingeordnet. Du bist Gen 6. Aber Gen 5 ist noch interessant. Jetzt kommt das Beste. Was ist das Beste? Wir haben auch, also es kommen immer noch die ganze Zeit Leaks raus. Aber auch was interessant ist, wir haben jetzt die ganze Zeit Gen 3 Beta-Sprites gesehen. Und jetzt sehen wir hier Gen 5 Beta-Sprites. Und da habe ich das Gefühl, die hat ein Kind gezeichnet. Ich weiß nicht, woran das liegt, was für ein Stadium das war. Aber es waren definitiv andere Künstler. Und ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Sie sind auf jeden Fall... Trikefallo, was ist passiert? Was haben sie mit dir getan, Trikefallo? Bisschen wie Beta Arceus, ja. Ich glaube, das ist... Also das sind Alpha-Sprites, würde ich fast mal behaupten, oder? Das hat nichts mehr mit Beta zu tun. Siberio, aber ziemlich 1:1. Ich hätte den viel cooler gefunden. Also den finde ich tatsächlich cooler. Weil die drei Affen sehen sich alle drei sehr ähnlich und das ist auch die Absicht dahinter. Aber stellt euch vor, sie wären ein bisschen unterschiedlicher gewesen. Stellt euch vor, der eine wäre so richtig ein kleiner, dicker Affe gewesen. Sie wäre total die, oh, hübsch, hübsch, hübsch. Und so. Sie haben uns beraubt. Wo ist mein echtes Trikefallo? Leute, es gibt bald Beta Gen 5 kommt raus und dann sind es die Sprites einfach. Emolga, da war das Feedback bestimmt, sieht zu sehr wie Pikachu aus. Chill. Das sieht ganz cool aus, aber zu sehr wie Nachtara, deswegen wurde das nämlich lila gemacht auch. Basculon, wer ist es? Barschuft. Alles, außer jetzt der hier, den finde ich echt cool. Aber alles ist besser natürlich. Aber das sind ja wirklich fast Scribbles. Serpifoy sah geil aus. Serpifoy? Ah, hier. Ja, ist also ziemlich das Gleiche, ne? Nur die Farbe hat sich geändert. Ist fast schon das Shiny. Zoroark. Also hier, zum einen denke ich mir Alpha-Design. Zum anderen denke ich mir finales Design. Also, ich weiß nicht, bei manchen denke ich mir halt, okay, das war sehr früh im Prozess. Und dann denke ich mir wieder, okay, das muss sehr spät im Prozess gewesen sein. Aber vielleicht war es auch First Try Hit. First Try und jupp, so müssen wir es machen. Flunkiefer wurde einfach nur braun. Und hier sehen wir wieder, dass die erste Entwicklungsstufe oder der erste Teil der Reihe ist immer das letzte, was gemacht wird. Flambirex, hier Serpiroyal. Aber nichts von den ersten zu sehen. Zekrom und Reshiram, ziemlich 1:1, nur die Akzente haben sich geändert. Das ist halt Nightmare Fuel, ne? Das ist halt
Das ist halt schlimm, ne? Wir wurden beraubt. Warum sehen die Genies nicht so aus? Proto-Wasser-Rotom? Wo siehst du Proto-Wasser-Rotom? Was? Wo ist Proto? Also das ist auch, was ist das? Das sieht eher aus wie Gen 3, ne? Aber was ist das? Soll das Graudon sein? Stolos? Echt, das Proto-Wasser-Rotom? Wenn du es findest, kannst du gerne den Link reinschicken. Victini, instant sogar die Shiny-Form. Genesect. Ich finde tatsächlich, dieses Genesect hat einen Artstil, der echt cool aussieht. Aber vielleicht auch nur, weil ich weiß, wie Genesect aussehen soll. Weil vielleicht würde man nicht erkennen, was hier unten abgeht sonst. Aber ich finde, dieses Genesect sieht sogar echt, das würde ich mir aufhängen. Ich weiß nicht, das sieht so geil irgendwie aus, ich würde mir das Genesect aufhängen. Das hier aber nicht, das würde ich verbrennen. Archaeopteryx sieht cool aus. Capiras. Das ist, glaube ich, das ist halt crazy. Das ist, ist das Zubiris? Das hat ein R im Auge. Wer ist Schnuthelm? Soll das Schnuthelm sein? Schnuthelm aber das ist kein Schnuthelm, das muss Zubiris sein. Aber Zubiris ist nicht Gen 5. Keine Ahnung. Ich glaube, das soll Illumais sein. Ah, hier ist Laukaps. Laukaps und Schnuthelm. Aber ich weiß ja nicht. Das halt. Gelbi. Branawarz. Ich check halt nicht. Ich würde so gern sehen, wer da saß und wer die so gezeichnet hat. Also wie die diesen Stil bekommen haben. Ist da das iPad gerade rausgekommen und Game Freak hat gesagt, ihr müsst alle auf dem iPad zeichnen. Das ist halt Version 1 iPad und nichts funktioniert. Es sieht so aus, als ob jemand das erste Mal mit einem Tablet gezeichnet hat, aber das Tablet hat keinen Driver und funktioniert nicht richtig. Also es sieht so aus, als hätte ein guter Künstler, als wäre ein guter Künstler gezwungen gewesen, auf schlechter Hardware zu zeichnen. So sehen die Designs irgendwie aus. Weil hier, du siehst Kreativität, aber du siehst, wie jemand irgendwie nicht, so die Pixel haben ihm nicht gehorcht. Was bist du? Zebritz. Terrakium. Veridium. Und hier ist es. Also das muss doch wirklich, das ist doch wirklich, jemand in Gen 5 hat gesagt, oh, ich guck mal zurück auf die Sprites, die es nicht geschafft haben, hat dann dieses Gen 3 Sprite gesehen von der blauen Eidechse, hat sich dann gedacht, das benutze ich, weil das ist zu ruckig. Weil das ist wirklich diese Idee, dass eine Eidechse seine Haut verliert und es festhält an seiner Haut. Ist das nicht? Ich finde das großartig. Also sie haben es dann ein bisschen seichter gemacht, dass es nicht ganz so eklig ist. Aber ich finde es eigentlich voll cool. Ja, also wenn mir das jemand zeigen würde und sagen würde, hey, das sind Gen 5 Beta Sprites und ich wüsste nicht, dass es wirklich ein Leak gegeben hätte, würde ich sagen, nee, du lügst. Das hat ein Kind vorgestern gezeichnet auf dem Tablet. Aber anscheinend ist es echt. Deswegen, ich werde so gern mehr Informationen. Warum das so aussieht? Warum? Wie kommt sowas zustande? Wo ist das Beta-Curem? Wo ist sie nett? Vielleicht war es zu langweilig. Ah, da, bei dem roten Art. Zu dem komme ich noch. Dankeschön, JP. Zu dem komme ich noch. Das ist Gen 4, ja. Ich habe Gen 4 übersprungen, weil da war nicht so viel. Aber wir können auch kurz zu Gen 4 nochmal gehen. Gen 4 hatte diesen Sheet hier. Das Rotom Wasser, was ist das? Moment, ist das aber kein Bidet, oder? Das ist kein. Ist das ein Bidet? Soll das ein Bidet sein? Ist das ein Bidet? Das fände ich aber großartig. Japan ist bekannt dafür, dass sie Bidets benutzen. Und
Ich habe das in Japan auch benutzt und es ist so eine gute Technologie und sollte auch Standard sein. Und dort ist es so ein Standard. Es gibt natürlich eine modernere und nicht so moderne, welche die kaltes Wasser oder warmes Wasser. Aber ich finde es geil. Das ist doch geil. Das hätte es doch zu sehr Schlurp. das sollte die Weiterentwicklung von Schlurp sein. Das ist ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe die mir nicht genau angeschaut. Die sind ja großartig. Die sind ja großartig. Zirpeise, ist das die Weiterentwicklung von Zirpeise? Oder soll das Zirpeise sein? Das sieht geil aus. Also alle drei sehen halt einfach aggressiver aus. Das ist diese Kaugummis. Diese Kaugummis, die es gibt. Wie heißt die? Diese Bandkaugummis. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Shaman einfach ein bisschen zu verblumt. Warum ist denn nur der Kopf da? Das ist bestimmt... Nee. Darkrai sieht so ziemlich so aus. Ekliges Ambidiffel, Kinoso, Charaktere, Porygon, Porygon 2, so ziemlich Z, meine ich, Giratina, was? Wo war das? In welchem Film? Es gibt einen Film, wo so ein Viech rumläuft. Kein Pokémon-Film. Hubba Bubba? Keine Ahnung, Hubba Bubba. War das Hubba Bubba? Ja, halt. Dieses Band, was aufgerollt war. Soll das Arceus sein? Kann schon sein, ne? Kann schon sein, dass das ein Beta Arceus ist. Snibunna, Rasenmäher. Auch er, oh, er hat einen Schnurrbart. Cool. Klo, Rasenmäher ist es geworden. Kühlschrank ist es auch geworden. Jupp. Yep. Da sind wir wieder bei dem Stil von dem Gen 5 gerade. Das ist auch lustig. Galagladi. Charaktere. Rocco. Warum sind da so viele Gen 1 und 2 Charaktere drin? Für Gen 4. Gab es die alle in Gen 4? Sind die in Gen 4 vorgekommen? Ist Sandra vorgekommen in Gen 4? Ich glaube nicht, oder? Was hatten wir noch zu Gen 4? Da war nicht so viel. Also es gab das hier. Ich war mir gar nicht sicher, ist es Gen 4 oder Gen 5? Aber das ist interessant. So, was? Was soll das sein? Ist das Heart Gold und Soul Silver? Ja. Dann ist noch mehr. Das ist 5. Ja, das ist 5. Ach, in Heart Gold Soul Silver soll Sandra vorgekommen sein. Ja, okay. Ihr habt recht. Ja. Das ist Gen 5 und keine Ahnung, was das hier hätte sein sollen. Aber das sieht cool aus. Und ein bisschen Cynthia. Ein bisschen Cyrus. Cyrus habe ich was Interessantes gesehen, wo man wieder sieht, wie, obwohl es ein Leak ist, der quasi ne, bestimmend ist, also so das wurde geleakt, kann trotzdem der größte Bullshit gemacht werden. Ich hab gesehen, wie Leute gesagt haben, hey, in den Daten über Cyrus, in den Character Sheets über Cyrus steht drin, dass Cyrus, wie sagt man? Habt ihr es auch gesehen? Mir fällt gerade, wie heißt es? Cyrus Vercetti. Mafia Boss. Ja. Sieht schon cool aus. Gott, wie heißt das? Warum fällt mir das wieder nicht ein? Autistisch. Sorry. Dass Cyrus autistisch sein soll. Und dann liest man kurz weiter und stellt fest, dass die Leute, die das hier halt einfach nicht japanisch können und es einfach schlecht japanisch übersetzt wurde und es heißt einfach nur, dass er ein Loner ist, dass er seltsam ist, dass er komisch ist. Nicht, dass er unbedingt die Krankheit Autismus hat. Also, oder Krankheit ist, glaube ich, auch der falsche Begriff, sorry. Aber da sieht man wieder, wie auch so etwas
weißt du, da, es gibt halt Dokumente, wo komplett steht, was diesen Charakter ausmacht. Dann kommen da Leute, machen wahrscheinlich Google-Übersetzungen und dann steht da Autist. Ah, Cyrus ist ein Autist. So, was? Hier Dawn. Wie heißt sie? Ich nenne sie mal Dawn. Ich glaube, im Englischen heißt sie Dawn. Und hier ist eine Photoshop-Datei von Hard Gold. Was ich interessant finde, wie schön ordentlich, dieses Logo gemacht wurde. Das freut mich. Okay, zurück zu Gen 5. Wir hatten diese seltsamen Kreaturen. Und dann kommt etwas, was sehr, sehr seltsam ist, was die Runde gemacht hat. Ich habe sie auch... Also, ich finde, es ist einer von den komischerweise Charakteren, die einem eher im Kopf bleiben in Gen 5. Wo ist sie? Und zwar die Trainerin in der Flugarena. Die sollte ursprünglich so aussehen. Die sieht heute inzwischen ganz anders aus. Und im Kampf so. Komplett anders, hieß auch anders, sah anders aus, anderer Mensch einfach. Aber es war die Flugarena für Gen 5. Und die Stadt ist auch cool mit den Flugzeugen und sowas, du fliegst ins Naturschutzgebiet. Also es war einfach eine Arena und die Arena hat auch coole Rätsel. Es war einfach eine Arena, die einem im Kopf geblieben ist. Das Briefing für diesen Charakter, der es am Ende nicht wurde, ist wild. Auch hier wieder Leute, ich kann nicht versprechen, dass das alles stimmt. Vielleicht ist das einfach nur schlecht übersetzt. Bitte, bitte habt das im Kopf, dass auch wenn das Leaks sind, es kann auch einfach schlecht übersetzt worden sein. Aber das Briefing sieht so aus. Erstmal, okay, okay, we get it, we get it. Latina, okay. Sexy Flight Pilot. Female, 18, Pilot, Hispanic. Und falls ihr es nicht wusstet, also wirklich, wenn Charaktere in Videospielen, Filmen, Werbung, was auch immer gemacht werden, dann werden da tatsächlich richtige Charaktere gebaut. Wo wirklich in ein paar Sätzen niedergeschrieben ist, was diese Person ausmacht. Wie die verwandt ist, wie groß die sind und so weiter. Schau mal, und sie ist gut im Wasser und schwimmen. Und hier steht drin, hier vor allem hier unten, wo steht das? Wo stand das? Big, cheerful, passionate. Also dieses eine sexy ist halt schon... Und ich habe auch für meinen Job damals als Art Director für Werbung, habe ich auch solche Briefings geschrieben, um zum Beispiel Models zu finden für Jobs. Und da steht auch drin, kaukasisch und so weiter. Oder soll eher nördlich aussehen oder soll eher südlich aussehen. Und dann schreibst du halt wirklich attraktiv rein, was sehr subjektiv natürlich ist, aber es ist halt klar, was damit gemeint ist, so für die große Allgemeinheit soll die Person attraktiv aussehen. Aber ich würde niemals sexy hinschreiben, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur schlecht übersetzt wurde, ob das die Person übersetzt hat, damit es hier skandalös ist, aber ich würde niemals sexy hinschreiben. Und Personal Appearance Image, Jennifer Lopez. Casual clothing such as hot pants and tank tops. More exposure, please. Was? But only the chest is large. Brown skin. It is slim, but only the chest is large. Mhm. Okay. Also, es, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr schlecht das übersetzt ist, aber wenn das ein ernsthaftes Briefing bei Game Freak ist, seltsam. Sehr seltsam, diese Worte zu benutzen, wenn es auch bessere Worte dafür gibt. Du könntest einfach attraktiv hinschreiben. Du musst nicht hinschreiben, große Brust. Du kannst auch andere Terminologie dafür benutzen. Aber, wie gesagt, das war wahrscheinlich Japanisch. Und wir wissen nicht, ob das auf Japanisch auch so war. Seltsames Briefing. Aber der Charakter, der ist es auch gar nicht geworden. Ne? Am Ende ist es nicht sie geworden. Aber so hätte sie fast, wäre sie fast gewesen. Ich meine, sie ist ähnlich. Sie hatte schon ein knappes Outfit an und sowas. Deswegen keine Ahnung, wie das Briefing von der aussah. Aber es war mal die hier. Konzeptdesign von Einal.
anscheinend Konzeptdesign von Meluetta. Sieht mir zu sehr nach Zirpaisa aus. Aber das ist ja auch nicht das Meluetta, was wir gekriegt haben. Ein Ball, den wir nie bekommen haben. Königsball. Cooles Konzeptdesign vom Zentrum von Anal. Beziehungsweise so, glaube ich, sah das nie aus. Der Brunnen ist oben, also es ist nicht das Zentrum von Anal. Es ist eher der obere Teil von, also der Hauptstadt in Anal. Damit kann man König Dra fangen, ja, ja. Ein Beta-Design von Zebritz. Early Design von Chevron, Chevrel, wie heißt er nochmal? Sharon? Das sieht aber fast schon Lumina City aus. Es ist aber der Gen 5 Care. Oder sind wir in Gen 6 hier? Habe ich was verwechselt? Castelia City. Nee, das soll Gen 5 sein, ne? Ja. Ich habe auch kurz überlegt, ist das jetzt Illumina? Nee. Das ist Gen 5. Sharon, ne? Sharon. Und hier ist auch Belle. Keine Ahnung. Irgendwie süß, aber definitiv kein Pokémon-Design. Schalellos vielleicht. Vielleicht ist daraus Schalellos geworden. Ja, genau, das sieht aus wie der... Wie die Plaza, wo ich die ganze Zeit dieses Festivalspiel gemacht habe. Oh ja, hier. Wie heißt die nochmal? Ich meine, sie ist immer noch super sexy, wie Game Freak auf Englisch sagen würde. Aber das war ein frühes Design von ihr. Ein früher Startscreen mit Reshiram auf der Brücke. Was war das? Ah ja, ein Beta-Design von Schallquapp. Schallquapp-Beta-Design. Sesokids auch interessant. Was da so die Beta-Designs waren. Manchmal denke ich mir echt, was machen die Leute? Aber ja. Das ist letztes ist geworden, oder? Aber ich finde das auch sehr schön. Aber auch hier wieder, das sieht fast zu real aus. Wobei, es ist eine Mischung aus den beiden, glaube ich, geworden. Dann hatte ich mich hier noch vertan. Dann ist das auch Gen 6, ne? Gen 5. Das ist Gen 5. Und gebt euch mal dieses Design. Wie erwachsen. Ich meine, Gen 5 Teil 2, da sind wir auch 2 Jahre älter. Wobei nicht wir. Aber der Charakter ist 2 Jahre älter. Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist es auch für ein anderes Spiel gemacht worden. Battle Revolution oder sowas. Also nee, aber warum ist der Charakter so detailliert und krass 3D? Eindeutig Gen 6 Spiel schon, oder? Es ist Gen 6, eben. Aber das ist doch der Charakter aus Gen 5. Nur halt im Gen 6 Stil. Weil ein früher Beta-Sprite von Gen 6 ist das hier. Und die Beta-Stadt, in der man anfängt von Gen 6, ist das hier. Und da sieht man richtig, wie sie sich mit 3D rumprobiert haben. Weil Gen 6 war der, also Gen 5 war schon der Anfang mit 3D so ein bisschen, aber hier ging es dann richtig los in Gen 6. Und wollt ihr mal sehen, wie das aussieht? Ah, da finde ich das Video. Wollt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man schon das Spiel, also die Welt um sich rum hat, aber noch nicht die Pokémon eingebaut hat? Ich finde, es sieht großartig aus.
Aber ich meine, klar, wenn du im Prozess des Arbeitens bist, also wenn du im Arbeitsprozess bist, dann hast du halt noch nicht alles parat. Und da geht es halt nicht um die Pokémon, da geht es um, wie funktioniert das Fangen? Wie ist die Animation zwischen Overworld und Fanganimation oder halt Fangscreen oder Kampfscreen? Ich sehe keinen Unterschied. Ah ja, schwer zu sehen. Achtung, da läuft ein Shaman durchs Bild. Warum auch immer. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Okay, was habe ich hier noch? Das hier ist auch. Ist da kein Sound? Altes Gen 5 Pikachu-Graffiti einfach. Altes Gen 5 halt Demo. Nicht Demo, halt Beta-Gameplay. Auch sogar richtig Pokémon drin. Hier, das war doch sogar eins von den Designs, die wir gesehen haben. Okay, funktioniert doch nichts. Das war doch eins von den Designs, die wir gerade gesehen hatten. Guck mal, wie komplett durchanimiert und alles. Stell mal vor, du animierst es und dann kommt auf einmal Chef und sagt, nee, nehmen wir doch nicht. Löschen. Alles löschen. Süßes Pokémon, aber nehmen wir nicht. So einfach, so simpel. Hier auch. Alte quasi Beta-Animationen wie... Schau, und da nehme ich schon. Das ist Gen 5. Gebt euch den Charakter. Nee, es ist Gen 6. Sorry. Aber, hä? Ich bin verwirrt. Ist es jetzt Gen 6 oder Gen 5? Nee, es ist Gen 5, ne? Nee, das ist Gen 6. Nee, es ist Gen 5. Die Pokémon sind Gen 5. Es kann sein, haben sie vielleicht für Gen 6 einfach die Pokémon aus Gen 5 genommen, weil sie sie hatten? Aber es sieht doch aus wie Gen 5. Aber das 3D und alles ist Gen 6. Was sagt der Post? Nee, es war Gen 6, genau. Also sagt zumindest, na, die hier. Also ich schätze mal, dass sie einfach am Anfang die Charaktere aus Gen 5 genommen haben, weil sie halt noch keine Charaktere hatten, genauso wie die Pokémon, um schon mal Animationen zu machen, zu testen und so weiter. Aber das sieht auf jeden Fall, das sieht um einiges dynamischer aus, als es dann geworden ist in Gen 6. Aber du weißt halt nicht, vielleicht haben sie es so machen wollen und der DS hat dann gesagt, nope, zu aufwendig, schaffe ich nicht. Ein bisschen zurück, bitte. Ein bisschen zurück. Weil selbst die Auflösung ist besser. Oder sie wollten Gen 5 noch rausbringen? Nee. Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz alt, alt, alt. Ganz am Anfang für Gen 6. 3D. Wie es halt in 3D aussehen soll. Was habe ich noch? Was auch immer das ist. Usum hat schon ordentlich gerüttelt. Gen 6 hat auch ordentlich geruckelt. Die haben beide gut geruckelt. Geil, oder? Wie die Kamera so halt alle Seiten anschaut. Schaut, wie das Pokémon einfach den Sprite wechselt. Es gibt den Back-Sprite und den Front-Sprite. Aber das muss Gen 5 sein. Das ist jetzt Gen 5. Ja, das ist Gen 5. Das ist so dieser typische, du hast quasi ein GIF und dann, wenn du die Seite wechselst, wechselt automatisch auch die Seite vom Pokémon. Hier, dann hast du den Backsprite hier. Das sind einfach zwei verschiedene Bilder, die ab einem gewissen Moment den Sprite wechseln. Ja. Ich finde das super interessant. Das hatten wir angeguckt. Okay. Ich glaube, ich habe nicht wirklich mehr. Ich meine, es gibt noch, ich habe das nicht komplett durchgelesen, es gibt diese, was vorhin auch schon jemand gesagt hat, es gibt diese krasse Backstory jetzt von Tornupto. Dass Tornupto, naja,
Kinder, Mädchen gekidnappt hat. Also die Lore von Tornupto ist so wie ein bisschen Hypno und sowas. Das hat halt Mädchen gekidnappt und dann das Mädchen ein bisschen, naja, schlecht behandelt, sage ich mal jetzt nett. Und hat es dann dazu gebracht, halb Mensch, halb Pokémon zu gebären? So. Ich glaube, auch wenn das jetzt etwas ist, was in diesen Dokumenten gefunden wird, dass so die Backstory von einem Tornupto ist, heißt das nicht, dass sie das ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Weil am Ende wissen wir, Tornupto hat nicht diese Backstory. Im Pokédex steht das nicht, im Anime war das nie. Die Backstory von Pokémon von Tornupto ist nicht so geworden. Aber es kann halt sein, dass bei Game Freak jemand ein hohes Tier gesagt hat, yo, gebt mir bitte Backstories zu Tornupto, geiles Pokémon-Starter. Und dann wurde halt wild geschrieben. Und vielleicht ist da bei Game Freak die Sache am Anfang so, yo, keine Grenzen, geht voll ab. Ich meine, wir haben Hypno und was nicht alles für kranke Pokémon und Driftlon und sowas. Geht voll ab, gibt uns richtig krasse Geschichten, wegschmeißen können wir immer. Nur dass halt Server nicht wirklich wegschmeißen. Deswegen, ich würde mich da nicht zu sehr drauf aufhängen oder das irgendwie krass finden. Ist auch kreativ, sollen sie halt kreativ abgehen. Es wurde ja nicht veröffentlicht. Ich meine, wir können uns nicht über Sachen aufregen, die nicht veröffentlicht wurden. So, wie könnt ihr euch das nur ausdenken? Chill, es wurde nicht mal ansatzweise veröffentlicht. Vielleicht war das ein Typ, der das geschrieben hat und auch nicht mal seinem Chef gezeigt hat. Vielleicht war das ein komischer Mitarbeiter, der einfach diese Geschichte geschrieben hat. So, oh, ich mach Tornupto zu einem richtig krassen, abgefuckten Pokémon. Aber hat es nie irgendwo in einem Meeting gezeigt oder sowas. Weiß ich nicht, vielleicht schon. Vielleicht ist es auch fast veröffentlicht worden. Aber nicht vergessen, also Tornupto ist nicht so. Lasst unser Tornupto in Ruhe, das ist nicht so. Tornupto ist ein liebes, kleines, gechilltes Pokémon. Mein Tornupto hat das nicht gemacht, ich schwöre. Hat's auch nicht. Kein Tornupto hat das gemacht. Das ist ein paralleles Universum, bei dem Game Freak, ein Mitarbeiter bei Game Freak, die Idee durchgeboxt hat. Okay. Ich kann mal gucken, ob es noch irgendwas komplett Neues gibt, aber ansonsten war es das. Meine Startseite auf Twitter ist voll damit. Es gibt High-Quality-Content zu den E-Reader-Cards. Das sieht cool aus, aber es ist jetzt auch nichts. Ist halt ein cooles Artwork. Ich finde krass, dass nix zu TCG, was heißt krass? Noch nicht mal. Das TCG, es gibt nix zu TCG, aber man darf nicht vergessen, TCG ist ganz woanders. TCG ist Monster Inc., Creature Inc. Ist nochmal ein anderes Ding. Gehört natürlich zu Pokémon, aber ist nochmal ein eigenes Ding. Da liegt wahrscheinlich nix bei Game Freak. Ich gucke gerade, ob es irgendwas Neues gibt, was ich euch noch zeigen könnte, aber ich glaube, das war das Größte. Der Rest wird jetzt über die Tage noch kommen und ich glaube, das ist auch, ich meine, es kann immer noch super coole Sachen geben, aber ich glaube, das ist so das Coolste. Der Rest, der kommt, wird dann Spoiler sein und so Sachen, die man jetzt nicht groß unterstützen muss und die man vielleicht lieber ignorieren sollte. Spoiler. Und ich hoffe, dass diese ganzen negativen Sachen, die veröffentlicht wurden, dass die einfach ignoriert werden von der Allgemeinheit. Weil warum sollte irgendein Game Freak-Mitarbeiter abgefuckt werden? Die haben nichts gemacht. Stell mal vor, du arbeitest bei Game Freak und auf einmal kriegst du irgendwelche Morddrohungen. Obwohl du sowas? Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr bei Game Freak gearbeitet. Ich habe ein Pokémon designt. Ich bin der Shiggy-Designer. Nein. Okay, ich mache alles wieder zu. Oh mein Gott, so viel. Also keine Pokémon Present dieses Jahr. Wer hat das gesagt?
Jetzt schauen wir uns noch die 1.1.9K Konzeptzeichnung an. Die habe ich vorhin schon durchlaufen lassen. Zu Pokémon Go gab es auch nichts. Nö, das liegt ja alles bei Niantic. Keine Pokémon Present mehr ist zu erwarten? Warum? Wegen dem Leak? Glaubst du, die sind jetzt... Gibt's jetzt... Gibt's interessante Spoiler? Also nicht was, nur ob? Also wenn... Also ein Leak ist ein Leak. Alles, was in dem Leak drinsteht, ist echt. Da ist nicht die Frage, ist das ein Gerücht oder nicht, sondern das ist tatsächlich so. Die Spoiler, die es gibt über Gen 10 und Legends Za, finde ich, also sind, es ist kein nichts Großes dabei, was jetzt groß interessant ist. Das sind jetzt nicht wirklich Spoiler. Kannst du dir anschauen. Ist nichts, überrascht dich davon. Wenn die Gen 10 wirklich in dem Land sich abspielen soll, bin ich jetzt schon enttäuscht. Warum? Das ist zum Beispiel ein Gerücht. Gen 10, was wir wissen über Gen 10 ist, dass es Inseln geben wird. Und jetzt sind die Leute so, Griechenland! Erstens, was hast du gegen Griechenland? Wäre eine coole Stimmung. Wäre ein cooles Land, kann man coole Sachen mitmachen. Und das ist etwas, was Fans sagen. Weil es einfach nah ist. Was hatten wir noch nicht? Welcher Bereich wäre interessant? Insel, so Inselketten, Griechenland. Kannst aber auch Philippinen machen. Du kannst alles da drüben im Zentralasien machen. Da gibt es auch viele Inselketten. Aber ich glaube, es gab kein Leak, dass es Griechenland ist. Das sind dann eben wieder die Gerüchte, die Fans daraus machen. Das ist kein Leak. Der Leak ist nur Inseln. Gaia ist griechisch. Okay. Lass mal kurz gucken. Das heißt... Ikaku ist französisch. Wusste ich gar nicht, dass Ikaku französisch ist. Das heißt, Sudachi ist Spanisch. Krass, Sudachi ist Spanisch. Und Titan ist auch Spanisch. El Titan. Ah, das könnte sogar gehen. Und Hayabusa. Und Delphi. Ich sage nur, das hat nichts. Es hat nichts zu bedeuten. Das ist ein Working Title. Aber ich fände Griechenland cool. Warum nicht? Tsatsikimon. Arceus. Zeus. Okay, verdammt, gibt's schon. Zeusmon. Pokémon in Deutschland. Ich kann dir so krass versprechen, dass es niemals Pokémon in Deutschland gibt. Niemals. Vielleicht in 50 Jahren. Aber ich bin mir... Ich meine, ich lasse mich von was anderem überzeugen. Aber Deutschland hat eine zu schlechte Vergangenheit, als dass sich Japan da auch nur ansatzweise in die Nähe trauen würde. Wenn es ein Pokémon Deutschland gibt, was glaubst du, wie viele Fanzeichnungen gibt es dann von Hitlermon? Die Vorentwicklung davon will ich nicht sehen. Wie sieht die aus? Oder hast du die dummen Klischees wie Biermon und Brezelmon? Oh, nein. Deutschland hat eine zu schlechte Vergangenheit. Pokémon wird sich dann nicht auch nur mit einem kleinen C dran annähern. Was traurig ist. Aber ich glaube, mehr Zeit muss vergehen, dass das in den Köpfen nicht so präsent ist. Die Leute, die Welt würde Pokémon so krass verarschen, wenn sie Deutschland nehmen.
Ah, du magst Griechenland, aber deine Erwartungen sind dann zu hoch wegen den ganzen Sagen, Mythen. Ja. Ja. Return zu Japan wäre möglich, ja. Aber Potenzial für geile Monster haben wir in Deutschland. Aber wir haben auch schon gesehen, dass in anderen Ländern kommen auch andere Sachen vor. Ich meine, was gibt's da? Mir fällt gerade nichts ein, aber so oft denke ich mir, dieses Pokémon passt gar nicht in die Region, sondern in eine andere. Ich meine, mach halt Pokémon Österreich. Vielleicht auch nicht unbedingt das Bessere. Pokémon Schweiz. Ich meine, du kannst ein Pokémon als Bergvolk machen. Und schon kannst du Lederhosen, Bier, Weißwurst kannst du reinpacken. Es muss nicht Pokémon Deutschland sein, um vielleicht eine Weißwurst schon, um eine Brezel zu machen. Pokémon in Griechenland braucht einfach 20 Legis, ja. Ey, wir wissen es nicht. Das sind dann wieder die Gerüchte, aber die Leaks bis jetzt sind zumindest, finde ich, so, was Spoilern belangt, so angenehm, dass es einfach, es sind nur kleine Sachen, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht super interessant, aber es sorgt dafür, dass wir jetzt weiter spinnen können in unserem Kopf. Ne, Gaia oder dass es auf Inseln ist und dann kann man gleich überlegen, oh, Griechenland, und dann gibt es den Gyrosmon, gibt es denn das Pokémon, das wie ein Archipel oder wie so ein Tempel aussieht, oder das Ganze wird dann in so riesigen Tempeln spielen. Aber das ist dann alles wieder nur in unseren Köpfen. Herkules. Keine Ahnung. Aber was war noch? Nee, weiß nicht. Habt ihr noch etwas, worüber ich jetzt nicht geredet habe? Ich habe jetzt anderthalb, oh shit, 2,5 Stunden nur darüber geredet. Moskito ist Herkules, stimmt. Ich glaube, ich bin über alles drüber gegangen. Ich meine, irgendwo gibt es auch dieses 1 TB runterzuladen, aber kein Bock. Kein Bock. Und da sind wir dann wirklich bei Daten, die illegal. Ich fühle mich als Verbrecher, wenn ich die auch nur dann aufmachen würde. Holy shit. Aber so die Bilder von Beta-Sprites, das ist einfach cool. Schade, dass Pokémon die nicht selber veröffentlicht. Weil ich finde, die können da stolz drauf sein, auf diese Beta-Designs. Und können richtig geile Artbooks damit machen. Aber das haben wir nie bekommen. Was läuft auf meinem Fernseher? Traurig, wenn du es nicht erkennst. Traurig. Ich kann dir das gar nicht beantworten. Wenn du das nicht kennst, dann solltest du wieder zur Schule gehen. Wo das hoffentlich dir beigebracht wurde. Gaia war die Göttin der Erde, die die anderen Götter erschuf, wäre also direkt unter den Dimensionsgöttern gestellt. Wie soll man das erkennen bei der Unschärfe? So unscharf ist es nicht. Du erkennst sehr gut, was für ein Spiel es ist. Es ist ein legendäres Spiel, das jeder erkennen sollte. Ich kann das euch nicht sagen. Ist unter meiner Würde. Ich erkenne da gar nichts außer Farben. Du spielst auch nur Spiele, die in 4K verfügbar sind. Ich hoffe auf kein Mega Zeraora Salgaard. Kein Bock noch mehr davon zu handeln. Geil, Dave muss nochmal 4 Salgaards fangen, Shiny, und nochmal ein Zeraora. Treasure Trove Cove hat mich als Kind maximal verstört mit dem Hai. Der Hai war so gruselig. Ich meine, inzwischen weiß ich, wie egal er ist. Aber wenn du da einmal ins Wasser fällst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war geil. Habt ihr den, ich will den nochmal anschauen, habt ihr den Giga-Trailer gesehen? Der ist echt geil. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich bin kein großer Freund von Pokémon Go, ihr wisst das. Aber die haben es geschafft, dass das echt episch ist. Oder? Habt ihr schon angeschaut? Itako! Ich meine, es war klar, dass Giga kommt.
Aber ich finde, es ist echt geil gemacht. Vor allem das erste Giga, was man sieht, ist so geil integriert ins Bild. Ob die Giga bleiben in Home? Megas bleiben auch nicht Mega. Warum sollten sie mit Giga einen Unterschied machen? Okay, ich habe vergessen, dass man die schon sieht. Die meine ich nicht. Aber das ist einfach gut gemacht. Voll viel... richtig Production Value hier. Das sieht doch so geil aus, oder? Das sieht doch so... Also ich meine, ich hasse Spinnen. Aber ich glaube, mein Lieblings-Giga-Design ist von Kingler. Sieht so cool aus. Und das hier sieht so epic aus, Mann. Die haben sich so viel Mühe gegeben für diesen Trailer. Also bisher ist das Dynamax-Abenteuer-Event echt... Oder das Dynamax-Event echt kacke. Also wie man die Punkte kriegt und so, ist echt dumm. Aber vielleicht ist mit Giga alles cooler. Und jetzt sieht es auf einmal lächerlich aus, das Kingler, aber egal. Das ist ein bisschen dumm, aber auch Pokusan. Moment mal, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Sie versteckt die Torte. Und jetzt versteckt sie die Torte hinter ihrem Rücken. Hey, ich wollte dich nicht essen. Okay, das ist ein schönes Detail. Ich finde es auch krass, dass sie so einen alten, älteren Menschen im Fokus stellen. So, es ist Zeit, wieder rauszugehen. Ich weiß, ihr habt die letzten 5 Jahre nicht mehr Go gespielt, weil es kacke war, aber hier ist der Grund, dass du wieder rausgehst. Alter Mann. So, als ob es Go seit 50 Jahren gibt. All die jungen Menschen so, aber auch ich. In meinen Zeiten. Und natürlich muss er bei Glurak erscheinen. Es sieht schon, also das haben sie schon, also der Trailer haben sie schon echt geil gemacht. Aber ich weiß nicht, was das hier sein soll. Was ist das? Ach, das soll Gengar sein. Ja, jetzt check ich, das ist Gengar. Ich habe mir so gedacht, Togepi? Oh ja, okay, jetzt sieht man es, die Ohren. Das ist Gengar, ja. Das ist Gengar. Ah, wegen Horror auch. Ah, jetzt sehe ich erst, dass die Halloween angezogen haben. Das heißt, zu Halloween fängt es wahrscheinlich mit Gengar an. Ich schätze mal, an Halloween droppen sie Gengar Giga Raids. Und fertig. Ich bin kein großer Go-Unterstützer. Aber Respekt für diesen Trailer. So viel gefilmt, so viel aufgenommen. Die Pokémon echt geil integriert. Dieses Kingler, wie es aus dem Meer rauskommt. Boah. Sieht so echt aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Giga auch bei Home und dann Schwert zu Giga werden kann. Also hoffentlich irgendwann die Chance auf Shiny Giga Melmetal. Aber, okay, ich vergleiche es halt mit Megas, weil Megas sind halt in Go und dann sind sie keine Megas mehr. Aber stimmt, bei Gigas ist es ja anders. Du machst ja ein Pokémon zu Giga und dann ist es für immer Giga, beziehungsweise du fängst ein Giga und dann ist es Giga für immer. Das heißt, wenn man die überträgt, sind sie vielleicht Giga in Schwert und Schild. Ich glaube aber nicht, dass man dann die Giga-Form in Home sieht. Also okay, ich kann mir vorstellen, dass man sie auf Schwert und Schild übertragen kann und damit denen dort kämpfen kann. Wobei, warum? Gen 8 ist vorbei seit Jahren. Aber warum auch nicht, ne? Es sind einfach nur Daten, die ein Häkchen brauchen und dann passt's. Endynalos wird man safe nicht übertragen können. Melmetal fehlt halt, ja. Shiny Melmetal Giga. Dann müssen wir bitte nochmal Melmetal machen, weil ich habe meine Shiny Meltans alle schon auf Home. Aber ja, okay, das können sie machen und dann. Aber bisher, was ich gehört habe, macht man keine Gigas, sondern man muss sie fangen. Und dann in dem Szenario bräuchten wir einen Giga-Melmetal-Raid. Und den müsstest du so oft resetten,
bis du ihn in Shiny findest. Was bedeuten würde, das muss ich auch machen, weil das dann die einzige Möglichkeit wäre, ein Shiny Melmetal in Giga zu kriegen. So, bei Sastian und Samazenta gerade ist es mir egal, weil die habe ich ja in Shiny durch das Event. Aber wenn es Melmetal Giga in Shiny gibt in Raids? Oh nein. Aber glaubt ihr, so weit geht es, dass sie in Go Shiny Giga Melmetal einführen? Weiß nicht. Ich glaube, wir hoffen da zu sehr. Weil ich glaube, so haben sie es gesagt, oder? Es wird keine Dynamax-Pilze geben, keine Giga-Pilze. Man wird nicht einfach Pokémon gigafizieren können, wie im Spiel. Ich glaube, das war so ein riesiger Kritikpunkt, dass du Gigas fangen musst. Also sonst könnte ich aus meinem Glurak jetzt einen Giga-Glurak machen. Dann brauchst du auch immer 500 plus Energie pro Raid. Stimmt. Aber wenn du die ganze Zeit von Raid zu Raid gehst, ja. Und dann brauchst du Fan-Raids. Beziehungsweise es bringt nichts. Also die Raids oder die Düner-Dinger, die hier sind, da sind nie Leute drin. Und es ist so schwer. Ich habe immer noch Legios habe ich nicht geschafft. Ich schaffe mit einem fetten Glurak Legios nicht. Wenn da vielleicht 4 Leute drin wären, würde ich es vielleicht schaffen. Aber so alleine schaffe ich es nicht. Kosten die Raids nicht auch Geld? Nö. Also Giga weiß ich nicht, aber jetzt die Düner-Raids kosten gar nichts. Gehst einfach hin, kämpfst, gehst wieder weg. Du brauchst nicht mal Leute. Achso, du kannst Geld ausgeben, um Energie zu kriegen, ja. Oh Gott. Aber der Trailer war richtig. Ich glaube, es ist der beste Go-Trailer ever. Der einzige, der es vielleicht übertrifft, ist der allererste. Oder war es halt so, oh mein Gott, es ist soweit, es passiert wirklich. Okay, war es das mit dem Leak? Ja, oder? Was haltet ihr vom Leak? Ich habe heute etwas in der Post bekommen, das ich schon total vergessen hatte. Wer kennt's? Wer hat's selber? Also ich wäre sehr überrascht, wenn jemand von euch das wirklich zu Hause hat. Wobei, so ein paar krasse Sammler hier. Wer hat das zu Hause? Wer hat's? Ich hab's jetzt. Ich kann's sogar anmachen. Da ist sogar ein Spiel drin. Pokémon. Was war's? Mini? Pokémon Mini. Pokémon Party. Pokémon Party. Du hast das Vorgängermodell, das gelbe in OVP. Das ist die Endivir-Version. Das ist Endivir-Grün. Es gibt noch Felino-Blau. Und, keine Ahnung. Oh mein Gott, du sammelst die. Echt? Die sind so, das hat 100 Euro gekostet. Mit dem Spiel drin. Das hat 100 Euro gekostet. Und der ist aber echt. Also, ich habe halt mir gedacht, ja, okay, 100 Euro, aber das Ding ist halt perfekt. Bisschen zerkratzt hier so. Aber das Ding ist perfekt. Also gebt euch das. Da ist nix einfach. Der ist auch nicht vergilbt. Wir können ihn anmachen. Der Sound ist auch geil. Das ist halt richtig oldschool. Ich glaube nur, dass die Batterie entweder zu schwach ist, weil der Bildschirm ist super schwach. Game Freak? Der Bildschirm ist wirklich super schwach. Oder ihr Profis. Sind die so schwach? Und das ist wirklich ein bisschen extrem schwach, oder? Ich erkenne nichts. Kennst du nicht? Das ist Pokémon Mini. Das ist eine eigene Konsole. Wie geht das Ding aus? Hier. Das ist ein Pokémon Mini, das ist eine eigene Konsole, die Pokémon erstellt hat. Kannst du einstellen? Ah, okay. Weiß ich noch nicht wie. Made in China. Unverschämt.
Das ist ein Pokémon Mini. Und Pokémon Minis sind eigene Konsolen, in die nur Pokémon Minispiele reinpassen. Das sind die hier. Und da wurden eine Handvoll von gemacht, so 10 Stück. Die Hälfte davon sind Japan only. Der Rest ist, ja, halt weltweit. Und es sind wirklich so Spiele, wie man sie kennt, wenn du jetzt auf dem Taschenrechner spielen würdest. Digivice, ja. Hallo Mulai, dankeschön für den Raid. Dankeschön. Du hast eine Flashcard dafür? Echt, da kann man eine Flashcard reinmachen? Genau, es erinnert an Tamagotchi natürlich. Aber spieltechnisch kannst du da viel mehr. Also es sind wirklich, es ist eher wie ein Mr. Game & Watch. Also diese kleinen Nintendo-Dinger, wo du wirklich ein Spiel drauf hast. Nur hier kannst du halt mehrere reintun, aber es gibt nur 10 Stück oder so. Und hast halt dieses wirklich schwarz-weiß oder schwarz-nichts Bildschirm, Pixel-Bildschirm. Halt 8-Bit-Sound. Und hast halt wirklich Mini-Mini-Mini-Spiele, die du halt dann unterwegs auf diesem kleinen Bildschirm zocken kannst. Wie so Tetris halt. So wirklich so richtig alte Spiele. Es gibt auch ein Pokémon Tetris, es gibt ein Pokémon Pinball. Es gibt eben Pokémon Party, wo mehrere kleine Spiele drauf sind. Es gibt auch so eine Art Pokémon Breeder, was glaube ich so wie ein Tamagotchi sein soll. Ich habe alle Spiele hier auf RetroArch sogar. Und die haben auch alle Achievements. Hier, ich kann es euch kurz zeigen. Wir machen das jetzt nicht, aber hab alles da. Blub. Hier, ich habe. Das sind, glaube ich, alle. Selbst die japanischen habe ich die Fan-Translation für. Das sind alle Pokémon-Minispiele, die es gibt. Und es ist halt wirklich, ich klicke mal kurz auf eins drauf. Es gibt sogar ein Kartenspiel. Daibuken. Togepi. So. Das halt nur hier drauf. Da sieht man halt, du siehst halt wirklich jeden Pixel natürlich. Und Musik habt ihr auch. Das Pokémon Mini. Mini, 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 Mini-Spiele. Ich kann jetzt hier nicht. Ich kann das Spiel jetzt gerade nicht spielen. Aber keine Ahnung, ich dachte mir, ich will halt diese Minispiele auch also alle Achievements drin holen. Und die haben alle Achievements. Und wenn ich das mache, muss ich zumindest wirklich auch ein Pokémon Mini besitzen. Deswegen habe ich mir diesen Indivi-grünen Pokémon Mini geholt. Und vor allem, wenn man Pokémon-Zeug sammelt, ist das, glaube ich, ein Pflichtkauf. Weil das ist wirklich krass, dass. Ich meine, viele wissen nicht, dass das Ding existiert. Pokémon hat tatsächlich eine eigene Konsole gemacht. Nur für kleine Mini-Pokémon-Spiele. Und das finde ich allein schon crazy, dass es eine exklusive Pokémon-Konsole gibt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich Konsole nennen kann. Oder eher Taschenrechner, Tamagotchi. Ja. Was haben wir hier? Ja, genau, da war ich auch. Da habe ich die auch her. Das wäre ja für den Pokémon-Marathon. Oh je, sagt das Razer nicht. Der weiß das bestimmt. Der weiß das bestimmt. Und die Trophäe. Okay, ich mache den Controller mal kurz an. Um euch zu zeigen, die Spiele sind nicht klein. Die Spiele sind nicht klein. Achievements von diesem Spiel sind diese hier allein. Das sind die Achievements nur für dieses eine Togepi-Adventure hier. Have the console vibrate for over 10 seconds. Be bad at puzzles and get stuck. Lower your best of some in the Tower of Ordeal to 40 minutes. Ich meine, da gibt's echt crazy Sachen. Pinball. 33 Achievements. Irgendeins hatte Puzzle. Ich glaube, das Tetris hatte so Sacken viele. 22.
Und das ist halt ungefähr, spiegelt das wieder, was 100% bedeutet, ne? Weil du hast dann halt so Sachen wie, spiel das durch und das. Ich glaube, dieses Tetris hatte so Sacken viele. 114 Achievements für Pokémon Tetris. Und ja, guess what? Es ist Tetris. Hört auf, ich brauche die Leaderboards nicht. Ah! Es ist Tetris. Und ich glaube, und du musst halt alle 151 Pokémon... Wunderschön. Du musst halt alle 151 Pokémon freischalten. Und ihr seht, da rechts irgendwie ist jetzt ein Hornliu. Aber ich check nicht, wie ich das dann freischalte. Aber allein dieses Spiel hat 144 Achievements. Und ich glaube, es ist nicht einfach, weil Tetris ist kein einfaches Spiel gewesen. Und es ist halt original einfach Tetris. Wahrscheinlich schlechter als das Original Tetris. Man sieht schon, wie diese komischen nachgeben, die Blöcke. Und der Soundtrack ist auch nicht unbedingt der beste. Ich kriege ehrlich gesagt Kopfschmerzen von dem Soundtrack. Verkackt. Ja, also es ist... Hey, wenn ihr Razer-Zuschauer seid und ihr habt noch nicht gefragt und ihr habt noch nie was dazu gesagt, ihr könnt ihn darauf hinweisen, dass es Pokémon Mini gibt. Aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass er das weiß. Und sich davor graust. Denn es gibt die hier alle. Und wenn er sie alle auch original haben möchte... kostet das verdammt viel Geld. Ein Pokémon Mini kostet an sich 100 Euro. Und die Spiele, manche davon sind verdammt selten und kosten vielleicht nochmal 100 Euro. Also, das ist schon crazy, wenn man das alles auch noch 100% will. Und sie machen, glaube ich, nicht unglaublich viel Spaß. Ich will einmal einen Stream machen, wo ich ernsthaft alle spiele. So einen Stream lang. Und gucke, wie die so sind. Alle. Aber das hier ist zum Beispiel ein Mario Kart. What? Wie geht es? Und jetzt? Springen? Ah, nach rechts. Lauf, Pikachu. Ah, da muss ich drüber springen. What? Okay, es ist ein Racing Game, aber es ist eher ein Jump-and-Run Game. Aber ist es nicht, aber irgendwie ist es auch cool, ne? Wie viel man mit so ein paar Pixeln machen kann. Guck mal, wie komplex es sogar wird. Oh Gott. Aber es ist halt Tamagotchi-Spiel. Und ich habe gewonnen. Habe ich nicht? Okay. Ach, das sind Runden. Okay, es ist ein Racing-Game, aber halt Side-View. Wie ist hier der Sound? Schrecklich. Ist echt nicht der beste Sound, den man jetzt unbedingt hören möchte die ganze Zeit. Vielleicht ist er auch nur schlecht emuliert, der Sound. Hier, und die Achievements habe ich auch, keine Angst. Oh mein Gott. Wenn man sich einmal versprengt. Hier, das sind die Achievements. Alter, wie, oh mein Gott. Lauf! Pikachu, lauf! Für viele Spiele braucht man aber die Sensoren. What? Die Sensoren? Sonne? Aber wenn es Achievement für ein Spiel gibt, dann heißt es eigentlich, dass man alle kriegen kann. Vielleicht kann man die Sensoren auf Tasten legen oder sowas. Hat jemand eigentlich dieses neue Mario-Luigi-Spiel schon sich geholt und Pokémon Speedrunner einfach? Ja, tatsächlich nur sehr. Einfach. Pichu Bros. Keine Ahnung, was die Pichu Bros. 10 Achievements nur. Das ist doch machbar vielleicht. Select a game. Ach schau, Pichu Bros ist ein Spiel mit mehreren Spielen. Vielleicht kennt ihr das, als wir Pokémon Channel gespielt haben. In Pokémon Channel gibt es ein Pokémon Minigame. Das ist das mit Relaxo, wo du Relaxo füttern musst. Das ist auch ein offizielles Pokémon Minigame. Nur innerhalb von Pokémon Channel.
Und hat auch ein eigenes Trophäenset, obwohl es ein Spiel innerhalb von Pokémon Channel ist. Das Pinball ist ziemlich simpel. 33 Achievements. Ich habe sogar eins schon gemacht. Das ist wirklich... Boom. Boom. Warte, Sound. Ist schwierig. Ich meine, ich kann mir vorstellen, du sitzt im Bus, hast den Pokémon Mini dabei, dann ist das ein geiler Zeitvertreib. Aber einfach will ich die Spiele nicht nennen. Also das ist echt... Vor allem ist das zweite Level und es ist jetzt schon... Sie sind halt so rudimentär, so simpel gestaltet, diese Spiele. Oh Gott. Dass sie deswegen schwer sind. So an sich sind sie nicht schwer, so... So Foddy-Spiele, wo die Steuerung oder die Simplizität der Spiele das Spiel schwer machen. Gut, wie soll ich denn diesen Winkel hinkriegen? So. Das Pokémon, das Togepi-Adventure spielt man nur mit dem Geosensor. Ja, aber den kann ich, glaube ich, einstellen auf den Geosensor. Was du meinst, ist dieses Meisterwerk hier. Das ist auf jeden Fall besser. Das will ich auf jeden Fall. Das habe ich als Kind gespielt und habe es nie geschafft zu 100%, weil es so schwer ist. Das will ich wirklich... B und A sind unterschiedlich. Das will ich wirklich mal 100%, weil das ist einfach ein cooles Spiel. Vor allem die GBA-Version. Die ist ja dann nochmal besser. Hallo? Start? Wie geht es? Wie geht es? Rechts? Links? Wie? Ah. Links und B. Warum auch immer. Das ist halt, das ist meine Kindheit. Da hatte das Gameboy-Spiel selber halt eine Rumble-Funktion, eine Batterie drin und der Gameboy hat einfach vibriert und so. Aber es war so schwer. Und du kannst halt hier auch alle Pokémon freischalten. Gebt euch, wie viele Trophäen da unten sind. Und ich habe bis heute nicht, aber ich als Kind habe ich halt nie die Regeln verstanden. So, was passiert bei was? So, was passiert denn bitte, wenn ich in das Knofenser reinschieße? Was passiert denn da? Und wie soll ich das kontrollieren, in das Knofenser überhaupt reinzuschießen? Und was passiert mit den Diktas und was ist sowieso? Und voll schwer. Die GBA-Version ist da um einiges... Vielleicht mache ich auch nur die GBA-Version irgendwann. Weil die ist halt dann... Auf einmal besser. Halt wirklich besser, glaube ich. Das gibt's auch für die Switch, das Pinball für den Color. Gibt's es inzwischen für die Switch? Echt? Also bei... Habe ich gar nicht... Oder habe ich dann vergessen? Echt? Pinball hat's inzwischen auf der Switch geschafft? Ah doch, 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 ich erinnere mich. Nach Trading Card aber, ne? B und A sind unterschiedlich. Das sieht halt, ich meine, es ist das gleiche, nur bessere Steuerung, bessere, viel mehr 3D, Gen 3 Pokémon, so viel cooler. Aber, glaube ich, immer noch sackenschwer. Aber es ist auch flüssiger, ich glaube, man hat mehr Kontrolle. Ist schon cool. Aber ja, die Mini-Version, ich glaube, die ist hart zu 100%. Gibt es bestimmt Trophäen oder halt... Also es ist halt... Ich habe hier sogar schon 2 Trophäen mir geholt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was hier passiert. Ball safe! Yes! Ich muss krass auf die Toilette. Aber wir haben auch schon 6 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch extra... Ich meine, wir können noch ein bisschen TCG spielen. Aber ich muss sowieso krass auf die Toilette. Die Legis zu fangen war eine Herausforderung. Schau, das weiß ich alles gar nicht. Das habe ich nie gespielt. Ich weiß ja, dass der erste Teil mich fertig gemacht hat als Kind auf meinem Gameboy. Ich fand es so schwer. What the
heck? Ja. Ich spiele noch ein bisschen hier weiter. Ich habe am Wochenende immer mal wieder einfach nur Karten gefarmt. Aber um weiterzukommen, muss ich weiterkommen. Muss ich einfach weiterspielen. Und ich habe mir Decks gebaut. Ich kann keine Decks bauen, ohne gewisse Karten nicht zu haben. Also ich brauche die noch. Schon ein bisschen übertrieben, dieses Intro hier, ne? Oh, die Musik ist so epic. Ich glaube, das ist Elektro hier, ne? Aber jetzt gibt es wieder irgendwelche Bedingungen, dass ich keinen Kampf benutzen darf oder so. Please include 4 Pikachu cards in your active deck before we start. I don't mean flying Pikachu, either just regular cute Pikachu cards. Das heißt, ich muss jetzt einfach 4 Pikachu-Karten in mein Deck reintun, obwohl ich nicht will. Dann mache ich jetzt hier einfach 4 rein und tue sie später wieder raus. Das ist schon seltsam. Ich spiele gerne Kartenspiele, bin aber so schlecht, dass ich fast aufgegeben habe. Ich finde, hier geht's aber total mit der Schwierigkeit. Weil du kannst es immer so oft wieder probieren, bis du irgendwann Glück hast. Oder... Ja, aber im Endeffekt musst du es manchmal so oft probieren, bis du Glück hast. Weil am Anfang kannst du dir nicht die Decks bauen, die einfach immer gewinnen. Okay, dann nehme ich aber wenigstens das hier. Nehmen wir 2-2. Nee. Ich habe sogar einen Flying Pikachu. Okay, jetzt muss ich aber 4 raustun. Was tun wir? 4 Karten raus. Pokédex, Pokémon Trader, Billy. Rattata, Spearow, 999. 2 Energien raus. Ich kann aber noch nicht mal mit denen angreifen, weil ich keine Elektrosachen habe. Das heißt, wenn ich einen Pikachu ziehe, ist es einfach nur Müll. Das ist okay. Spearow. Ich hab noch nichts mal hier. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Wie hältst du vom neuen TCG Mobile Game, was Ende Oktober rauskommt? Ich weiß noch nicht, was ich groß davon halte, weil ich es noch nicht selber in der Hand hatte. Aber ich glaube, das wird halt einfach was Nettes, was du zwischendrin einmal am Tag machen kannst, so wie Go, so wie Sleep. Irgendwie ist Pokémon auf dem Trip, solche Apps auf dem Handy rauszubringen, die du einmal am Tag eine halbe Stunde auspackst und zockst, damit Pokémon zu einem regelmäßigen Teil deines Lebens wird.
Ich glaube nur, dass es so wie all diese Pokémon-Spieler auf dem Handy ein super Grind ist, wenn du kein Geld ausgibst. Und bei Pokémon Go geht's noch. Da musst du nicht wirklich Geld ausgeben, um Casual Spaß zu haben, finde ich. Bei Sleep ist es unmöglich, ohne Geld Spaß zu haben, finde ich. Weil du so gut wie nichts machen kannst am Tag. Aber ich werde es... Ich hätte schon längst runtergeladen, wenn ich schon Geld ausgeben könnte. Aber das geht nur, wenn man sich ein neuseeländisches Account und so, da wollte ich nicht. Aber wenn es rauskommt für uns, werde ich es sofort spielen. Und ich will an einem Tag die maximale Menge ausgeben und schauen, was passiert, um zu zeigen. Das haben bestimmt schon inzwischen andere gezeigt, wie unfassbar unwahrscheinlich es ist, dass selbst wenn man Geld ausgibt, gute Karten bekommt. Gibt das schon sowas? Hat eine 3,7 Bewertung. Was gibt's? Was meinst du? Wenn du meinst, es gibt schon TCG fürs Handy. Und wie heißt es? Es gibt Pokémon TCG einfach als Website online. Vielleicht auch als App. Aber das ist was anderes. Da spielst du TCG gegen andere. In dem neuen TCG machst du das nicht. Kannst du auch, aber da geht es nur darum, dass du Karten kaufst für echtes Geld. Ruh. Hat Eevee nicht eine krasse Kampfschwäche für mich hier? Eevee? Oh nein. Ratata. Easy. Warum hast du Eevee genommen? Bist du schon tot? Nee. Oh. What? 50? Welche Attacke war gerade 50? Okay, dann erlebe deinen Untergang mit diesem wunderschönen 60er. Und woran ich dachte, heißt Pokémon Sammelkartenspiel Live. Das ist eine App. Ist das eine App? Pokémon Sammelkartenspiel Live. Aber ich wusste nicht, dass es das auch als App gibt. Ja, das ist das, was wir hier gerade machen. Das ist das offizielle TCG-Spiel nach den offiziellen TCG-Regeln. Das ist das hier, nur halt heute im Jahre 2024. Und das ist auch, wenn du die echten TCG-Karten kaufst, ist ja immer so ein QR-Code dabei. Die kannst du in dem Spiel eingeben und kriegst Packs dafür und so weiter. Also das ist das moderne TCG-Pokémon-Kartenspiel. Das neue TCG, was rauskommt, gibt es nur als App und hat damit nichts zu tun, ist nicht damit verknüpft, ist nicht damit verbunden und ist nur dafür da, dass du Packs aufmachst und Karten ziehst, die du sonst nirgendwo benutzen kannst. Es ist ein Gacha-Game für Pokémon-Karten. Also du kaufst bzw. kriegst täglich 2 Packs gratis und das Einzige, was du in dieser App machst, ist, du öffnest dieses Pack und sagst, oh, guck mal, ich habe ein Pikachu gezogen. Fertig. Gewonnen. Loser. Guck, wie sie weint. Dieses Wochenende machen sie mal wieder eine Pause, was Titan Raids angeht. Quasi ja. Ist das, was ich heute als News gepostet habe, ist das schon dieses Wochenende?
Oh, warte, ich habe die gezogen, die Karten. Nice. Devolution, Mann. Die soll es echt in Wirklichkeit geben. Gegen andere kannst du auch spielen, ja, aber es sind auch nicht die offiziellen TCG-Regeln. Ne? Es ist alles um einiges vereinfacht, wenn du in dem neuen Pocket-Spiel kämpfst, glaube ich. Es ist halt schade, dass sie nicht miteinander verbunden sind, dass du nicht da Karten ziehen kannst, die du dann im echten Spiel benutzen kannst. 18.10. bis 20.10. Ah doch, dann ist es ja dieses Wochenende. Oh mein Gott, it's Team Grrr. But I won't play against a deck containing any other... Was? Was willst du? Ich hab's nicht gelesen. Okay, ich darf nur... Ich muss ein komplettes Elektro-Deck haben. Das ist das Einzige, was ich nicht habe. Neben anderen. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Professor gehen soll. Das ist, glaube ich... Aber kann ich nicht sogar bei jedem Computer... die abspeichern? Nee? Kartalbum? Nein, ich muss zum Professor gehen. Und meine... Okay. Dann, ich will mein Kampfdeck halt... Okay, ich muss eh. Ich schätze stark, dass ich am Ende wieder ein Kampfdeck benutzen darf. Deswegen muss ich kurz mein Kampfdeck wieder reparieren. Vorspulen. Aber das Shiny-Event, was kommt, ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich bei dem Shiny-Massenausbruch-Event war Shiny? Also es ist auf jeden Fall ein Massenausbruch-Event. Ich schätze mal, es ist ein Shiny-Event. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwelches von den Shinies noch brauche. Aber ich glaube schon, Ich glaube, Quartermark habe ich nicht selber gefangen. Hier, kann ich hier... Warte mal, wo ist der... Hier ist die Rekordmaschine. Und hier habe ich mein Fight-Deck. Ich löse mal kurz alle meine Decks auf. Alle geht noch nicht. Aber die da... Wie geht das? So. Nein. So. Dann gucke ich mal, ob ich mir ein Deck bauen kann, das nur aus Elektro besteht. Ach, ich glaube nicht. Es fehlen immer irgendwelche Karten. Electric Deck. So Trizapdos Deck soll doch geil sein. Aber... Mir fehlen so viele Karten dafür. Overflow Deck, Power Plant Deck. You don't have all cards. Es sind so viele, die mir fehlen. Gibt's irgendwo eins, wo mir richtig wenige fehlen? Es sind so viele, die mir fehlen. Overflow Deck. Kannst vergessen. Was muss ich mir denn jetzt für ein Kack-Elektro-Deck bauen? Aber gut. Ich nehme mal kurz wieder mein Fighting-Deck mit. Ich glaube, das brauche ich noch. Safe-Deck, Load-Deck. Load-Deck? Okay, was? Was geschieht hier? Deck-Record-Machine. Ja. Warum steht da mal 5? Delete Record, Load Deck, Save Deck. Replace this record? No. Ich will das laden. Achso, ich hab das hier. Oh Gott. Ja, Dismantle. Okay, so, jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Steht nicht in der Ankündigung, dass die shiny sind?
Kann man Pokémon X und Y mit DS und 3DS tauschen? Nee, weil du wirst X und Y nur auf einem 3DS spielen können. X und Y sind 3DS-Spiele. Also du brauchst ein 2DS oder 3DS. Ein reiner DS funktioniert nicht, weil da wirst du XY gar nicht abspielen können. Okay, was bauen wir? Ich habe noch nie ein Elektrodeck gehabt. Ist dieses Flying Pikachu denn gut? Ich meine, das Pikachu ist doch besser. Flip a coin if Tails Pikachu does 10 damage to itself. Das ist fein, das ist fein. Machen wir hier noch eins. Machen wir so. Raichu, Quick Attack. Thunderbolt 60, übertrieben. Gigashock. Ich glaube, die sind alle ziemlich krass. Okay, eins davon. Magnemite, Tackle. Heißt es auf Deutsch? Ich habe Magnetstein gelesen. Magnetic Storm. Microwave. Okay, das ist geil. Zwei hiervon. Eins davon. Dark Magneton. Oh mein Gott. So starke Pokémon. Brauche ich hiervon noch eins? Voltoball. Oh mein Gott, so stark alle. Und zwei Electings. Dark Jolteon. Zapdos, ja, selbstverfreilich. Sollen wir noch Evoli nehmen? Evoli, wo ist Evoli? Tackle, Sand Attack, Tail Whip, Quick Attack. Ist doch geiler, oder? Nummer eins hier. Und dann wieder Dark und Normal Jolteon. Okay, wie viel habe ich? 25 Pokémon, das reicht doch, oder? Elektroenergien, davon habe ich viele. 20 Stück. Trainer. Energy Removal, Energy Retrieval, Energy Search. Professor Oak, Potion, Revive. Gust of Wind. Oh, ich hab schon zu viel. Shit. Computer Search. Switch. Bill. Okay, viel zu viele. Safe. Wie nennen wir dich? Blitz. Voll kreativ. Okay. Jetzt können wir kämpfen gegen den Grrr-Nummer. Ich glaube 3? Ne, 2. Ba-bum. Electric Fortress. Yes. Oh Gott. Du siehst aus wie Morty, Rick. Yeah, ich hasse das. Mit nur einem Pokémon anzufangen, der kann mich einfach instant killen. Wenn der jetzt nur Kampf-Pokémon hat, wäre das so unfair. Okay, nein, er hat nur hässliche Voltoballs. Was ist diese Voltoball-Karte? Ich liebe sie so sehr und ich will sie einfach verstehen. Ich finde, es sollte illegal sein, Elektro-Pokémon zu paralysieren.
Jetzt will er eine Fusion, jetzt wo ich gerade die Runde angefangen habe. Gerade die ganze Zeit nur am Bauen, locker, easy. Och, jetzt fängt er an zu kämpfen. Jetzt will ich, dass er was macht für mich. Nicht mit mir, nicht mit mir. Na gut. Was willst du denn hier? Was ist das? Was ist das, was du hast? Antworte, was ist das? Was ist das? Ich weiß halt echt nie, was es ist. Ist es Zubat? Achso, es ist Zubat wahrscheinlich. Zubat? Bei der rote Jay. Ich glaube auch Zubat oder Golbat. Aber Zubat hat halt keine Augen, deswegen. Golbat? Du hast die Nummern eingegeben, Drop. Du musst wissen, was du eingegeben hast für Nummern. Hast du einfach irgendwelche Nummern eingegeben? Speedball. Da ist Chip, wisst ihr, weil Chips Elektronik sind. Wie grauenvoll, wie langsam er mich killt. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich meine, ich könnte zwei Karten wegtun und dafür mir einen Trank holen. Ich weiß nicht mal, welche Karte ich weggeben soll dafür. Ich will die alle behalten. Shit. Opfern wir Voltoball. Oh, jetzt macht jetzt halt er sich. Blutzuck. Oh, stimmt, Blutzuck hat auch. Wir müssen nur wissen, was 48 und 70 ist. Aber Blutzuck hätte dann so komplette rote Augen. Spark. Gesparkt noch andere Sachen. Blutzuck und Parasek. Ja, das eine war aber Ultrigaria. Also das eine war Ultrigaria, nicht Parasek. Aber okay, Parasek und Ultrigaria macht Sinn. Paras? Irgendwas stimmt da nicht. Warum tust du all deine Energien weg? Ah. Aber das heißt, wenn er die 30er Attacke macht, dann kann er einfach seine ganze Elektrosachen auf ein anderes Pokémon legen? Das ist voll gemein. Oh Mann, soll ich die jetzt alle weghauen? Ich kann nichts tun. Ich will meinen Zapdos voll machen mit geilem Zeug. Okay, wie wär's, wenn ich Computer Search mache? Nein, und die beiden wegtue? Und dafür hole ich mir Raichu vielleicht? Gigashock. War das andere Reit schon nicht geiler? Wie es da sitzt. Flipper Coin. Discard all energy cards attached to Reit in order to use this attack. Boah, drei Stück. Ne, ich will das Giga. Holen einen Raichu und dann hole ich mir ein komplett neues. Hol ich mir eine komplett neue Hand, indem ich dich entwickelt habe. Kann Potion machen. Kann Zapdos oder Raichu. Na komm, Raichu. Raichu hat mehr KP als Zapdos. Und jetzt habe ich richtig viele Pokémon. Uiuiui. Nur kein
Kein Blitzer mehr. Aber es ist ganz cool gemacht. Die zwingen mich, dass ich halt Elektro benutze. Er zwingt mich jetzt, ein Elektrodeck zu benutzen, was ich vielleicht gar nicht getan hätte. Hallo, Runny. Irgendwas wollte ich... Ah ja. Runny, wie schlecht findest du das neue Ice Nine Kills Video? Ich fand es lustig, gibt bessere, aber ich war entertained. Ich finde es so schlimm, wenn Bands irgendwie Filme machen. Also das Video ist 15 Minuten lang und vor allem die letzten 10 Minuten sind einfach so langweilig und einfach nur, ich verstehe schon, ich verstehe den Witz daran, aber ich finde es einfach nur langweilig. Aber das Rumgeslashe war witzig, aber ich mag den Song nicht. Oh, noch eins. Ich mag den Song nicht so, aber sie hätten einfach alles danach weglassen können. Ich weiß, sie machen nur so Filme als Videos. Ich weiß nicht. Ich meine, solange ich einfach wegklicken kann. Krass, ich kann drei Pokémon einfach Schaden geben auf der Bank zusätzlich. Dann dieses To Be Continued und so. Aber ja, mei. Sollen sie ihren Spaß haben, ne? Warte, das war dumm. Kann ich zurück? Ah, nein. Ich hätte jetzt Electabuzz umbringen können und das Electabuzz, indem ich Gast auf Wind mache, aufs andere Electabuzz, hätte ich zwei Kills auf einmal machen können. Schade. Läuft TCG? Ja, ich find's cool, mir macht Spaß. Ich mag die Kämpfe, ich mag an Teil 2, dass es echt nochmal mehr ist. Ich dachte, das erste ist Gen 1, das wäre Blutzug, und Gen 2 ist das Sundern. Die zweite 70-Zahl ist in Gen 1 Ultigrein, Gen 2 Paras. Wenn du 48 und 70 eingegeben hast, dann ist es Blutzug und Ultrigaria. Blutzug und Ultrigaria. Warum dachtest du, dass es Paras wird? Wenn du 70 eingibst, ist es Ultrigaria. Warum sollte es Paras sein? Ich meine, das haben wir ja gesehen, dass es Ultrigaria ist. Ich lebe. Soll ich das jetzt machen mit Gust of Wind? Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Geil. Jetzt kann er kein Pokémon rufen, was nicht instant von mir gekillt wird. Geiles Raichu, ey. Miese Attacke. Fügt einfach der ganzen Bank 10 Schaden zu. Und er nimmt das, was sogar am wenigsten Leben hat. Oh, er hätte mich gerade umgebracht. Not today. Ich könnte wieder Gust of Wind machen und dann... Na egal. Dann hast du aber das falsch gelesen. Das Einzige, was die Beschreibung sagt, ist, dass die Zahlen, die du auswählst, müssen aus Gen 1 und Gen 2 sein. Aber die Nummern immer überall sind aus dem nationalen Pokédex.
Also es heißt nicht, die erste Zahl soll aus dem Gen 1 Pokédex sein und die zweite Zahl aus dem Gen 2 Pokédex. Sondern du musst einfach Zahlen nehmen aus Gen 1 und Gen 2, was Zahlen sind zwischen 1 und 250 und fertig. Es gibt nur ein Zahlensystem, nach dem wir gehen. Das wäre ja schrecklich sonst. Also du hast es sehr kompliziert verstanden. Ich weiß nicht, wie du auf so eine komplizierte Beschreibung kommst. Steve. Ich habe Minecraft Steve befreit. Okay, das ist ein Promotional Electrabass. Electabass. Light Screen Kick Attack. Kick Attack. You'd like to fight against me at the Pokémon Dome? Ach, das ist einer von den Meistern. Okay. Gier. Also ich mag mein Elektro-Deck. Das ist auch cool. Es gibt ein ultimatives Deck irgendwie mit 10, mit 4 Zapdos, mit dem du irgendwie alles platt machen kannst. Aber das kann ich mir noch nicht bauen. Thunderust E. So you finally come here. I suppose you wish to fight for ownership of a Grr Thunder Coin. But this won't be your ordinary card battle. All damage done by electric type Pokémons increased by 10. Knowing that, then is your deck good to go? Soll ich jetzt mit Elektro kämpfen, um 10 plus Damage zu machen? Oder soll ich mit Kampf kämpfen, um doppelt so viel Schaden zu machen? Ich glaube, ich kämpfe mit Kampf. Vor allem mache ich dann, bin ich resistent gegen die meisten Sachen von ihr. Außer die hat jetzt wieder Normal- oder Wasser-Pokémon, was ziemlich gemein wäre. So, den Kampf machen wir noch und dann muss ich Essen machen. Lightning GR Leader Catherine. Ja. Plus 10. Doppelt wäre gemein, aber plus 10. Wie sieht sie aus? Sailor Moon. Das ist auch schon mal ein guter Anfang hier. Ja. Natürlich hat sie jetzt Flug-Pokémon, mit denen ich keinen Schaden machen kann. Oh. Nerv. Natürlich. Ja, hätte ich mal Elektro genommen. Ich will Radikal ziehen. Aber sie kann halt meinen Radfratz das so schnell umbringen mit Fairy Swipes. Okay, ich mache noch eine Runde und dann hole ich mein Habitat. So wird es nichts, Catherine. Wobei die beiden haben. Nee. Radfratz hat schon von Haus aus sau wenig. Okay, Retreat mal. Und dann machen wir Habitat. Okay. Und dann kann ich hier wenigstens mal Schaden machen. Dodo. Ist auch so ein Dodo. Dodo. Ja, genau. Und jetzt holen wir das Elektro-Pokémon. 60! Ach ja, plus 10. 60. Komm schon, sei verwirrt oder sei Dings, sei Genauigkeit, sei ungenau. Jetzt holt ihr wieder ihren Dodo, ey, hin und her, entscheid dich.
Ich habe ein Duck Trio, das ist geil. Uff, slash 40 einfach. Ah, sie hat ja meinen Dick da umgebracht, ey. Oh, schrecklich. Das läuft schrecklich. Schrecklich. Und sie hat mir im Ratatab die komplette Energie weggenommen. Das kann ich auch. Och. Nervig. Diese Taktik bei den Gegnern. Die einfach ein Dodo macht alles kaputt. Ich hätte auch Elektro nehmen sollen. Jetzt habe ich einen Rizeros. Ich habe so viel geile Entwicklung, aber ich kann nichts tun. So schnell es geht. Hey. Ich habe keine Energie. Ich habe gehofft, dass ich Energie habe. Kann wieder nichts tun. Ich bin dumm. Ich bin doch nur dumm. Kann ich dich zurückziehen? Ah ja. Hier kann ich wenigstens Härtner machen und das Ganze herauszögern. Jetzt trainieren wir Digoletto. Ich weiß, das ist jetzt total langweilig. Ich härte mich jetzt hier durch, bis mein Digdry fertig ist. Jetzt habe ich sogar einen Sander mehr. Oh, das Sander wurde gerade gekillt. Das ist unverschämt. Unglaublich. Wir spulen ein bisschen vor. Jetzt haben wir einen Mashok gleich. Okay, aber wir können immer noch nicht angreifen. Igeletto kann gleich angreifen, entwickeln es schon mal. Wir härten dann durch. Er ruft. Oh, jetzt. Okay, fuck. Sein Blitzer hat mich umgebracht. Aber ich habe die dritte Kampfenergie gekriegt. Du bist so weg. Du bist so weg. Sag nicht, du hast keine Schwäche. Oh, so weg. Jetzt renne ich durch. Spielst du heute Abend zufällig weiter mit dem stillen Hügeln? Weiß ich noch nicht. Eventuell. Ich kann es nicht versprechen. Aber wenn so frühestens um 10. Jetzt nur 10 Schaden, Mann. Was macht eigentlich Earthquake? Das 10 Damage Each of your own Bench Pokémon. Okay. Und sonst kann ich einfach 70 Schaden machen. Krass. Klar, FSK und so. Ja, ja, genau deswegen. Ja, ja, deswegen. Deswegen geht's erst um 10 los. Jugendschutz, ja. Ganz genau. Möchte ich wissen, was es damit auf sich hat? Mit den stillen Hügeln? Was? Silent Hill, das ist einfach ein Spiel. Earthquake! Ja, meine anderen halten es alle aus. Jetzt trau dich, was kommt jetzt? Es kommt wieder ein Evoli, aber Evoli mache ich auch fertig. Ich mache alles fertig, was jetzt kommt.
Wieder ein Dodo? Okay, außer ein Dodo. Ein zweites Dodo mache ich nicht fertig. Oh Gott. Wie findest du das Silent Hill 2 Remake? Großartig. Großartig. Das macht super viel Spaß zu spielen. Das ist echt creepy und es ist gut gemacht. Und jetzt sag mir, was dich stört. Weil wir haben nie den gleichen Geschmack. Nee? Magst du es auch? Hast du schon angefangen? Ich finde es nahezu perfekt. Grafikfehler sind hier und da da. Also nicht im Sinne von Grafik ist blöd oder so, sondern tatsächlich Fehler. Aber ich habe sonst echt nichts, wo ich mich beschweren kann. Ich musste die roten Anzeigen ausmachen. Die waren viel zu nervig, aber man kann sie ausmachen. Ich bin super zufrieden. Gibt so Mini-Kleinigkeiten, die ich gern hätte, aber sie stören nicht so sehr. Mag vor allem den Darsteller von James. Allgemein, die Synchro ist so gut. Vor allem im Vergleich zu damals. Damals war das ja wirklich schlecht synchronisiert, schlecht geschauspielert. Und jetzt ist es richtig gut. So, kann ich jetzt bitte hier mit meinem Slash durchrennen? Ah, Raichu. Ah, Raichu. Zwei Raichu. Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Aber die englische ist echt... kann nichts sagen. Ich hatte echt Angst, aber bin positiv überrascht. Ich hatte nur Angst nach dem ersten Trailer, aber dann nach dem zweiten Trailer hat man gesehen, dass sie viel geändert haben und auf die Fans gehört haben. Und dann dachte ich mir, das sieht sehr gut aus. Vor allem ist es geil, dass sie es so slow gelassen haben, dass man da jetzt nicht so Resident Evil 2-mäßig durchrennt, sondern wirklich, es ist immer noch so langsam und schwerfällig und die Gegner sind so gemein versteckt. Ich bin ja so oft schon erschrocken, weil ein Gegner einfach unterm Tisch war und ich habe ihn nicht gesehen. So gut gemacht, wie sich die Gegner verhalten. Wenn ich jetzt überlebe, habe ich's. Oh oh. Aber das überlebe ich doch. 10. Goodbye. Winning. Ich mag die Erkundung von Silent Hill. Ich konnte da noch nicht viel erkunden. da war zu viel Stress. Die Musik haben sie auch sehr gut gemacht. Ab und zu ist es blöd, dass einfach grundlos so die Musik abgeht und du denkst so, was, aber es ist nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder einfach nur Verwirrung. Komm, gib mir was Geiles Neues. Was ist das? Rainbow Energy. Ah. Kenn ich. Dieses Aerodactyl ist so cool. Und Achievement. Ejo. Taylor, du bist ein Wommel. Yay. Yay. Das war easy. Speichern. Freust du dich auf das zweite Alan Wake DLC? Ja. Habe ich auch gehört. Sieht gut aus. Ich freue mich vor allem jetzt auf das neue Silent Hill Spiel, dieses F, dieses Bass-Schlüssel. Oder Bariton-Schlüssel? Keine Ahnung. Alles stabilo. So, tschüss. Ich gehe jetzt Burger machen. Dankeschön fürs Dasein. Das war ein Stream, wo ich 2,5 Stunden über den Leak geredet habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es informativ. Ich bin vielleicht heute Nacht wieder da und wir spielen weiter Silent Hill 2. Wir sind nicht weit. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wir sind im Krankenhaus auf jeden Fall. Hälfte Krankenhaus, würde ich, glaube ich, sagen. Wir haben die Hälfte von Krankenhaus, glaube ich, fertig. Krankenhaus ist hart. Creepy vor allem. Nurses. Hm.
Dankeschön fürs Dasein. Morgen, weiß nicht, was wir machen. Mal schauen. Ah, ich muss auf jeden Fall jetzt weg. Das Essen muss fertig sein, wenn Rosa nach Hause kommt. Thank you. Bye bye. Bussi. Auf Wiedersehen.